klären können. Ihr könnt euch in aller Ruhe nochmal mit Getränken und Snacks versorgen. Und wir starten dann um 19 Uhr. Okay, Sarah, soll ich jetzt Facebook Ja, schon kannst du starten? starten. Hast du denn die Aufzeichnung bei dir jetzt gestartet? Ja, lokal. Okay, Ja. gut. Ich gebe meine Folie nochmal frei. Ton und Bild funktioniert. Du kannst gern auf Facebook Live gehen. Okay, dann schaue ich mir das Ganze mal an, ob wir auf Facebook auch live sind. Wenn richtig, muss das jetzt der Fall sein. Ja. Das sieht doch gut aus. Genau. Okay, ja, herzlich willkommen dann auch an alle, die auf Facebook dabei sind. Wir werden den ganzen Abend auf Facebook auch live streamen. Das ist immer ein paar Sekunden verzögert. Wenn ihr selber auch Fragen stellen wollt, dann loggt euch doch gerne bei Zoom direkt ein. Die Zugangsdaten für Zoom stelle ich euch jetzt gerade mal in die Kommentare. Dann könnt ihr euch bei Zoom einloggen und dann könnt ihr da auch eure Fragen stellen. Aber ansonsten seid ihr zum Zuschauen auch auf Facebook direkt herzlich willkommen. So, Zugangsdaten sind in den Kommentaren. Also, wenn ihr noch direkt mit reinkommen wollt, um auch selber Fragen zu stellen, dann herzlich willkommen. Okay, ansonsten haben wir noch ein paar Minuten Luft, bis wir dann so richtig inhaltlich starten. 19 Uhr geht es dann offiziell los. Also alles ganz in Ruhe. Genau. Währenddessen blende ich euch einfach schon mal ein, wo ihr uns auf den Social Media Kanälen finden könnt. Folgt uns gerne auf Facebook, Instagram und YouTube. Und ich blende euch hier auch schon mal ein, wie das heute ungefähr ablaufen wird. Das sage ich 19 Uhr, aber alles auch noch mal in Ruhe. Aber ihr könnt es euch hier schon mal ein bisschen durchlesen. Und ich mache mein Bild und Ton so lange einfach nochmal aus. Wir sehen uns dann um 19 Uhr, wenn wir offiziell starten.
So, ein paar Minuten haben wir noch, aber lieber Thorsten, vielleicht bist du auch schon da und wir können bei dir noch mal checken, ob das technisch alles gut funktioniert. Ich sitze hier und ich hoffe, das funktioniert alles. Wunderbar. Ich Ja, kann dich super. gut sehen und hören. Das ist prima. Falls ihr noch technische Fragen habt, dann könnt ihr gerne in den Chat schreiben. Ansonsten starten wir mit allen Erklärungen zum Ablauf und so weiter gleich um 19 Uhr. Eure inhaltlichen Fragen könnt ihr in die F&A-Funktion schreiben, wenn ihr direkt bei Zoom online seid. Also online seid. Die Zugangsdaten für Zoom stehen bei Facebook auch unter dem Livestream in den Kommentaren. Bis gleich. Genau, bis gleich. So, es ist 19 Uhr und ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem neuen Format Natural Dogmanship Freie Schnauze und zwar live. Ich bin Sarah und ich werde heute Abend moderieren und zuallererst erkläre ich euch ein paar technische Dinge. Also, wenn ihr über Zoom online seid, dann ist das so, dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt, mit uns in Kontakt zu treten. Ihr findet unten eine Leiste, da gibt es verschiedene Buttons, unter anderem den Chat. Den nutzt ihr bitte, wenn ihr technische Fragen habt. Also wenn irgendetwas nicht funktionieren sollte, ihr irgendwas nicht hören solltet oder was auch immer, dann schreibt da rein. Ich lese das während der Veranstaltung und ich schreibe euch dann auch zurück. Ein kleiner technischer Tipp schon von vornherein, wenn ihr alle anderen Geräte aus dem Internet nehmt und alle anderen Programme schließt, dann habt ihr die besten Chancen, dass Zoom sich sozusagen die Internetleitung schnappen kann. Genau, wenn ihr inhaltliche Fragen habt, und darum geht es ja auch heute Abend auch, dann findet ihr bei Zoom unten die F&A-Funktion. Das steht für Frage und Antwort und da könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Sowohl F&A-Funktion als auch der Chat sind so eingerichtet, dass nur ich bzw. Jan und Thorsten das lesen können. Ich sortiere eure Fragen dann während des Abends, ordne die schon etwas in Kategorien und stelle die dann stellvertretend für euch. Genau, also nicht wundern, wenn ihr dann nicht sehen könnt, dass die anderen was geschrieben haben oder so. Ich sehe das alles, dann werdet ihr nicht ständig von irgendwelchen blinkenden Benachrichtigungen abgelenkt, sondern könnt euch total auf die Antworten auch konzentrieren. Genau, außerdem gibt es bei Zoom noch die Funktion Handheben. Die werden wir heute Abend wahrscheinlich nicht brauchen. Ihr könnt die also erstmal ignorieren. Genau, ansonsten ist das jetzt im Moment wahrscheinlich so, dass ihr mich in einem kleinen Fenster seht und die Folien in einem großen Fenster. Dazwischen findet ihr eine Leiste, die könnt ihr selber so verschieben, dass ihr euch die Fenstergröße so anpassen könnt. Aber heute Abend wird es gar nicht viele Folien geben, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht notwendig. Genau, es ist so, dass der Abend aufgezeichnet wird und die Aufzeichnung wird euch dann auch später zur Verfügung stehen. Wer über die Website angemeldet ist, bekommt die Aufzeichnung automatisch in unsere Online-Bibliothek.
Es wird aber diesmal auch zum allerersten Mal auf Facebook live gestreamt und da wird, wenn alles gut geht, der Livestream bzw. die Aufzeichnung dann auch online bleiben. Auf Facebook sind wir allerdings immer einige Sekunden verzögert und nicht nur 1, 2 Sekunden, sondern eher so 10, 20, 30 Sekunden. Deswegen, wenn ihr Fragen einreichen wollt, dann loggt euch doch bitte über Zoom direkt ein. Da habt ihr bei Facebook in den Kommentaren unter dem Livestream auch die Anmeldedaten und dann können wir hier richtig zeitgerecht sozusagen sehen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Genau, ich werde nämlich nicht schaffen, gleichzeitig bei Facebook auch noch in den Kommentaren parallel zu lesen und so weiter und das dann zeitverzögert zurück nachvollziehen zu können, sozusagen, wer wann was gemeint hat. Deswegen auf Facebook könnt ihr in Ruhe zuschauen, auf Zoom könnt ihr euch auch selber direkt einbringen. Genau. Zum Ablauf, es wird in der Mitte eine Pause geben, wo wir alle mal ein bisschen Luft schnappen können, uns mit neuen Getränken und Snacks versorgen können. Da sagen wir euch dann Bescheid, wenn es soweit ist. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ich blende euch hier einmal noch unsere Social Media Kanäle ein. Ja, da seid ihr herzlich willkommen, uns zu folgen auf Facebook, Instagram und YouTube. Und wie gesagt, auf Facebook streamen wir heute auch live. Und ich weiß, dass ein paar taube Menschen auch interessiert waren, an dem Vortrag auch teilzunehmen heute Abend. Und deshalb für euch die Info, auf Facebook gibt es die Möglichkeit, dass man Untertitel einschalten kann. Die sind automatisch erzeugt. Ich hoffe, dass das gut klappt und dass man das gut verstehen kann. Jedenfalls auch an alle tauben TeilnehmerInnen herzlich willkommen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal dazu über, zu erklären, wie das heute Abend ablaufen wird. Und zwar ist dieser Abend besonders, weil es keinen vorbereiteten Vortrag gibt. Es ist also nicht so, dass es Folien gibt und dass es ein festgelegtes Thema gibt, sondern ihr bestimmt mit euren Fragen sozusagen, worum es heute Abend gehen wird. Und ihr hattet im Vorhinein schon auf den Social Media Kanälen ein bisschen die Gelegenheit, Fragen einzureichen. Die habe ich mir auch schon mal durchgeguckt und habe auch schon etwas so Kategorien gebildet, wo so eure Hauptinteressensgebiete liegen. Und es kamen jetzt schon so viele Fragen, dass ich sicher sagen kann, wir werden heute nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten. Und ihr sollt ja auch Live-Fragen stellen können. Aber keine Sorge, das wird, wenn es euch gut gefällt, nicht der letzte ND-Freischnauze-Abend gewesen sein. Und dann können wir natürlich beim nächsten Abend auch neue Fragen stellen. Also, ihr könnt eure inhaltlichen Fragen in die F&A-Funktion reinschreiben. Die meisten Fragen, die über Facebook und Instagram eingegangen sind, habe ich schon notiert und so ein bisschen sortiert. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, dann schreibt ihr sie einfach nochmal in die F&A-Funktion rein. Ich lese das, wie gesagt, während des Abends und sortiere die weiter in Kategorien ein und stelle dann eine Frage nach der anderen. Und Thorsten und Jan bekommen jeweils 5 Minuten Zeit, um eine Frage zu beantworten. Jan hat sich ein bisschen neue Herausforderungen gewünscht, also spontan auf Fragen reagieren zu müssen und was die besondere Herausforderung insbesondere für Jan ist, ganz knapp auf den Punkt zu kommen und sozusagen innerhalb von 5 Minuten eine Frage, so den Nagel mit den Nagel sozusagen auf den Kopf zu treffen. Genau. Und das heißt, es wird eine Uhr eingeblendet werden, wo 5 Minuten sozusagen langsam rückwärts ablaufen. Und wenn 5 Minuten vorbei sind, dann muss die Frage beantwortet sein. So gehen wir sicher, dass wir nicht total vom Thema abkommen und dass wir möglichst viele Fragen natürlich heute auch bearbeiten können. Ihr könnt Fragen zu allen Themen erstmal stellen. Ihr habt aber bessere Chancen, dass eure Fragen drankommen, wenn ihr es schafft, auch die Frage schon auf den Punkt zu bringen. Also relativ knapp zu formulieren in 1 bis 3 Sätzen. Und auch wenn die Frage allgemeingültig ist, habt ihr bessere Chancen. Also statt ich habe einen Hund, das ist ein Australian Shepherd Mix, der ist jetzt 8 Jahre alt, der ist übrigens früher mal aus Rumänien und jetzt ist er aber hier und dann hat er das erlebt und 3 Jahre später haben wir das gemacht. Das ist alles für eine richtige Anamnese natürlich total wertvoll, das werden wir in diesem Online-Abend aber nicht schaffen. Das heißt, umso allgemeiner ihr die Frage formulieren könnt, also wie ist das eigentlich bei Hundebegegnungen? Wie verhalte ich mich da richtig oder was auch immer. Also umso allgemeiner ihr die Frage formulieren könnt, umso besser ihr die auf den Punkt bringen könnt, umso besser kann ich die natürlich stellvertretend für euch stellen und umso mehr profitieren auch alle anderen davon. Jan und Thorsten werden diese Fragen nämlich auf Metaebene beantworten. Das heißt,
nicht konkret auf eure Situation bezogen, denn dazu bräuchten sie viel mehr Informationen, sondern sie versuchen, allgemeine Prinzipien daraus abzuleiten, sodass für euch klar wird, ah, okay, was könnte da sozusagen im Kopf meines Hundes vor sich gehen oder mit welchen Strategien könnte ich da rangehen. Genau, soweit, so gut. Ich schaue einmal auf meine Liste, was ich euch noch sagen wollte. Genau, weil das ein neues Format ist, freuen wir uns natürlich wahnsinnig auf euer Feedback. Wir haben uns das jetzt einfach mal so überlegt, wie wir das heute angehen wollen, auch mit der Zeit von 5 Minuten. Da sind wir gespannt, ob das ausreichen wird, um eine Frage gut zu beantworten, oder vielleicht ist es euch auch zu lang und ihr denkt, ja, 30 Sekunden hätten mir auch gereicht. Genau, also am Ende des Abends würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr am besten uns sogar eine E-Mail schreibt, also nach Ende des Abends. Und da blende ich euch dann auch die E-Mail-Adresse nochmal ein. Und ihr uns erzählt, wie ihr es gefunden habt und was ihr euch vielleicht anders gewünscht hättet oder was euch auch gut daran gefallen hat. Und weil wir das heute zum ersten Mal ausprobieren, ist dieser Abend ja kostenlos und ihr seid alle einfach herzlich eingeladen, zuzuschauen, Fragen zu stellen und dabei zu sein. Wem es aber gut gefallen hat und wer denkt, dafür will ich eigentlich gerne was geben, da haben wir uns überlegt, wir wollen das Geld in diesem Fall nicht nehmen, aber wir würden uns freuen, wenn ihr etwas spenden würdet. Und dazu blende ich euch nochmal eine Seite ein, und zwar die vom Deutschen Tierschutzbund. Denn die haben eine Hochwasserhilfe-Aktion gegründet sozusagen, denn viele Menschen sind natürlich von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen, aber eben auch viele Tierheime, PrivattierhalterInnen und so weiter. Und die haben hier auf dieser Seite vom Deutschen Tierschutzbund, das findet ihr auch auf unserer Webseite, ganz viele Adressen zusammengetragen, wo man helfen kann und wo man spenden kann. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine der Organisationen da auch mit unterstützt. Genau. Zurück zu den Folien. Ich stelle euch die beiden Referenten noch kurz vor. Einerseits haben wir hier Thorsten Grimm, selbst Hundeerziehungsberater und Natural Dogmanship Instruktor. Er leitet die Hundeschule Mensch-Hund aktiv und ist auch in der Hundeerziehungsberatungsausbildung als Dozent und Referent tätig. Und auf der anderen Seite haben wir Jan Neibor, ebenfalls Hundeerziehungsberater und der Begründer der Erziehungsphilosophie Natural Dogmanship. Er hat viele Bücher geschrieben über Hunde und Hundeerziehung und er hat überhaupt diese Fachausbildung zum Hundeerziehungsberater oder Hundeerziehungsberaterin gegründet, arbeitet außerdem als Sachverständiger und Berater. Und weil die Idee mit den Fragen für heute Abend ja so schön ist, habe ich gedacht, eine kleine Überraschung auch für Jan und Thorsten, wir starten vielleicht mit ein, zwei persönlichen Fragen zu euch. Dafür stelle ich noch keinen Timer. Aber es sind in der Frage- und Antwortfunktion schon ein, zwei Fragen zu euch aufgekommen und ich dachte, das ist doch vielleicht ganz nett, um euch ein bisschen besser kennenzulernen sozusagen. Das ist schon ein Teil vom Kennenlernen. Genau. Und zwar wäre die erste Frage an euch, habt ihr eine Lieblingshunderasse oder eine Lieblingsmischung, die ihr besonders gut findet und welche wäre das? Also, ich habe nicht unbedingt eine Lieblingshunderasse, aber irgendwie bin ich in meinem Leben immer an den Terriern hängen geblieben. Das heißt, solange ich Hunde habe, habe ich auch schon Terrier. Und ich deute das so, dass das gut zu mir passt. Und deshalb kommt das immer wieder so. Ja, also habe ich schon ein bisschen Steckenpferd in der Richtung. Das erklärt, warum wir schon so lange so gut zusammenarbeiten. Ich spüre mich ab und zu etwas wie ein Terrier, sich in etwas festbeißen. Das passt dann irgendwie, oder? Könnte sein. Ich habe früher Vorliebe für bestimmte Hunderassen gehabt. Und diese Vorliebe habe ich eigentlich komplett weg. Die ist weg. Weil mittlerweile sehe ich Hunde als Person. Und ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen und er hat gesagt, diese Rassenidee, ja, ja, ich finde trotzdem, es gibt Unterschiede von Rasse zu Rasse, aber man muss sich auf die Persönlichkeit von Hund einlassen. Und somit bin ich kein Hunderassenbevorzuger. Was ich allerdings dazu sagen möchte, ist, dass ich niemals einen Hund wählen würde, die kaum atmen kann. Und ich würde das auch ablehnen, dass solche Hunde weiter gezüchtet werden, weil die werden gezüchtet eigentlich mit einem Problem, wo die das gesamte Leben mit rumlaufen. Und das würde ich ablehnen. Also Qualzucht käme bei mir eigentlich nicht in Frage.
Und viele Menschen denken, dass ich diese Hunde dann nicht mag. Aber ich sehe das so, dass die Hunde nichts dafür können, dass sie diese Behinderung haben. Und das heißt, auch bei diesen Hunden würde ich mich auf die Persönlichkeit einlassen. Ja? Weil wenn ich dann sage, nee, ich habe ein Problem mit, ich sag mal, ein Pekingese oder was auch immer, weil die quasi kaum noch atmen können. Aber das nehme ich dem Hund nicht übel. Ja? Der kann nichts dafür. Und das ist genau andersrum auch der Fall. Wenn ein Hund wunderhübsch ist, dann ist es auch nicht sein Verschulden, da kann er auch nichts für. Ja? Und auch da muss man sich einfach mal auf die Person einlassen, weil man muss nicht mit Hunde hübsch zusammenleben, sondern mit der Persönlichkeit. Ja, so ist es. Okay, eine zweite Frage hätte ich noch, und zwar, was war euer witzigstes Erlebnis mit Hunden? Könnt ihr euch da an was erinnern? Gibt Na. wahrscheinlich was, wo man einen Moment länger drüber nachdenken muss, bis einem da was einfällt. Ganz witziges Erlebnis. Ich weiß nicht, ob es das Witzigste war. Und ich kann das jetzt auch schlecht beschreiben von einem Hund, von einem sehr langhaarigen Hund. Wir haben da ein Foto, wie er mit Beutel im Maul neben dem Herrchen sitzt. Und wie er so guckt, ist eigentlich so ein bisschen von, naja, ja, mach mal hin. Aber wie gesagt, ich kann das eigentlich nicht beschreiben. Das war so ein Moment im Training mit jemand, wo die ganze Seminargruppe sich totgelacht hat. Das war ein witziger Moment, der mir direkt einfällt. Ja, ein bisschen mehr Situationskomik, so wo man dabei gewesen sein muss. Jan, fällt dir was ein? Ja, natürlich. Also es gibt viele komische Situationen bei Hunden, witzige auch. Und ich erinnere mich noch an die ersten Momente, wo es mir bewusst war, dass Hunde einander belügen. Ja? Dass die eigentlich sagen, oh, ich war vielleicht etwas übergriffig dir gegenüber, war überhaupt nicht meine Absicht. Und quasi dann beschwichtigen und danach nochmals nachlegen, so gesagt. Und auch belügen im Sinne von Strategien benutzen, um dafür zu sorgen, dass man eigentlich der andere zu etwas bewegt und dadurch sich mehr Freiraum verschafft. Also ein Beispiel gebe ich meistens, wo ich gesehen habe, da habe ich meinen Hund noch aus dem NAF gefüttert damals. Ich hatte mehrere Leonberger, vier Leonberger und einer der rangniedrige Tiere in meiner Gruppe war auf dem Knochen am Knabbern und der Ranghöchste möchte eigentlich von diesen Hunden jedenfalls möchte diese Knochen gerne haben. Und er hat es erstmal versucht mit Spielaufforderungen. Das war eigentlich schon die erste Lüge, ja. Das hat aber nicht gefruchtet, weil der andere nicht drauf eingegangen ist, logischerweise. Und dann hat der andere sich so drüber gestellt, ja, so von, na, ich krieg der Knochen. Und auch das hat nicht gefruchtet und die wollen ja eigentlich nicht unbedingt miteinander kämpfen. Hunde, die tun das nur, wenn es nicht anders geht. Und dann lag dieser Hund eine Weile vor der anderen Hund und ich habe gesehen, wie dieser Hund am Nachdenken ist. Also ist jetzt subjektive Interpretation, das gebe ich zu. Aber ich hatte den Eindruck, der liegt da so und denkt, was tue ich jetzt? Und auf einmal steht dieser Hund auf, geht zur Küche, nimmt einer der Metallnäpfe im Maul und schleudert die von einer Ecke in der Küche zum anderen Ecke. Und alle Hunde, die im Wohnzimmer lagen, inklusive der Hund, die Knochen hatte, rasten, starten durch Richtung Küche. Und mit der gleichen Geschwindigkeit startet der andere Hund durch und stürzt sich auf die Knochen. Das finde ich lustig und gescheit. Und das war für mich klar, wie Hunde grob unterschätzt werden diesbezüglich. Auch in deren Humorgefühl und in Empathie. Man muss sich eine Vorstellung machen, wie will der andere reagieren. Das fand ich echt super. Okay, sehr gut. Okay, eine letzte Frage zu euch noch und dann starten wir auch mit den inhaltlichen Fragen. Und zwar ist das schon eine ganz gute Überleitung. Was ist denn die häufigste Frage, die euch zum Thema Hunden oder Hundeerziehung gestellt wird? Die häufigste weiß ich nicht, aber das häufigste Thema, was gestellt wird, ist, wie kann ich erreichen, dass mein Hund nicht mehr an der Leine zieht? Ja. Das würde ich sagen, ist eine Schlüsselfrage in der Hundeschule, die natürlich dann auch verbunden ist mit verschiedenen Ursachen. Und Leine ziehen selbst ist nur das Symptom davon. Aber ich wüsste nicht, ob es wirklich die meistgestellte Frage ist, wie man das hinkriegt. Aber zumindest eine der meistgestellten. Ja, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Menschen mit einem Problem kommen unterwegs, die damit zu tun hat, dass nicht mehr verstanden wird, was der Hund da bewegt. Und das ist vor allem bei Begegnungen mit anderen Hunden. Das ist eine Kernproblematik, die eigentlich sehr oft auftretet.
Es gibt viel weniger Menschen, die kommen mit ein jagdliches Problem. Und somit steht dieses, was wir wissen, ein territoriales Problem, sehr zentral. Und dass der Hund territorial ist, wird in unserer Gesellschaft vergessen. Und wie kriege ich meinen Hund zurückgerufen? Ja, genau. Warum kommt er nicht? Wie kann man ein Abbruchsignal etablieren und wie kann man das abrufen? Beides fängt mit ab an, ja. Wie kann man das abrufen quasi hinkriegen? Ja? Also eigentlich wollen Menschen den Hund erst laufen lassen können und dann möchte man auch nach ein paar Minuten auf die Entscheidung zurückkommen können und sagen, ja, ich habe mich doch geirrt, jetzt musst du wieder zurückkommen. Und das ist interessant. Es gibt sogar, das ist ja interessant, finde ich, der Uhr läuft noch nicht, ich kann das noch etwas hinzufügen. Es gibt Menschen, die in der Anfangsphase kommen und sagen, mein Hund traut sich nicht, sich von mir zu entfernen. Ja? Und dann sage ich, dann greift das auf und zeigt deinem Hund den Weg, zeigt deinem Hund quasi, wo es lang geht, auf eine positive Weise, ja, seine Bereicherung und bringe ihm das bei, sei intermediär, also quasi der Brücke zwischen deinem Hund und die Außenwelt. Greift das auf, weil das ist ja Gold wert. Aber die Menschen, die wollen das nicht, die wollen den Hund laufen sehen, weil wir denken, dass der Hund ein Lauftier ist. Und das schaffen die dann nach ein paar Monaten. Und dann kommen die zurück mit 9 oder 10 Monaten und sagen, mein Hund haut ab. Ja, was kann ich dagegen tun? Und das finde ich eigentlich auch etwas komisch, also auch etwas lustig zum Teil auch, dass Menschen sagen, hey, er traut sich nicht von mir weg und jetzt haut er ab. Ja, das finde ich ja die schöne Gegensprüche. Und es gibt scheinbar auch viele anatomische Probleme. Also eines der meisten ist, mein Hund hört nicht. Und da würde ich sagen, geh zum Tierarzt. Ja. Ja, solche Witze kann man natürlich gescheit machen, weil ich sag mal, mein Hund kann nicht an der Leine laufen, höre ich sehr oft. Ja? Und dann denke ich, ja, dann ab zum Tierarzt. Und der andere sagt, mein Hund kann nicht ohne Leine laufen. Und sagt, oh je, das ist überhaupt nicht gut, ja, wenn er nicht ohne Leine laufen kann. Ja? Oder ja, auch andere komische Situationen, wo Menschen sagen, mein Hund kann nicht Auto fahren. Sagt mein Hund auch nicht. Ja? Ich bin dann im Auto und fahre deswegen selber das Auto, weil mein Hund kann das nicht. Ja, solche Sachen. Aber ich verstehe sehr wohl, was dahinter steckt, was Menschen damit meinen. Ja, aber man darf schon auch auf Worte achten, oder? Ja, also mein Nachbar hat mal gesagt, als meine Schala 5 war, wo muss man die Leine losmachen? Dann habe ich gesagt, ohne Leine kann sie schon, jetzt muss sie noch mitlernen. Ja. Okay, prima. Dann fand ich, war das ein ganz netter Einstieg, um euch kennenzulernen. Und es hat auch schon klar gemacht, warum wir heute einen 5-Minuten-Timer haben, damit wir beim Thema bleiben. Oh ja, Und natürlich. ihr hattet ja vorher schon ein paar Fragen eingereicht und daraus habe ich schon mal so ein paar Kategorien gemacht, mit denen wir uns hauptsächlich heute beschäftigen werden. Und zwar waren 5 Themen, die sehr oft kamen, Ruhe. Also mein Hund ist nicht ruhig zu Hause oder unterwegs. Wie kann ich das erreichen? Es gibt Schwierigkeiten oder Fragen zum Zusammenleben mit mehreren Hunden. Es gab Fragen zum Thema, wie kann ich meinem Hund Sicherheit bieten? Wie kann ich meinen Hund beschäftigen? Da gab es ganz allgemeine und auch Detailfragen und auch Fragen zu Welpen und Junghunden. Und diese 5 Kategorien würden wir uns auf jeden Fall heute mal anschauen. Wenn ihr Fragen zu diesen Themen habt, schreibt sie gerne auch noch in die Frage- und Antwortfunktion. Nicht wundern, wenn ich immer so ein bisschen nach unten gucke. Ich bin nebenbei ja beschäftigt, eure Fragen zu sortieren. Das heißt, ich höre trotzdem natürlich zu, aber bin damit einfach beschäftigt. Und wenn das zeitlich alles so aufgeht, wie wir uns das gedacht haben und das mit den 5 Minuten gut klappt, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir am Ende noch Zeit haben, auch noch einige von den Fragen aufzunehmen, die in diesen 5 Kategorien jetzt noch keinen Platz gehabt haben und zu denen wir vielleicht auch noch gar keine Online-Angebote hatten. Da gab es nämlich auch ein paar Fragen dazu, die eher zur selteneren Sorte gehörten, aber nichtsdestotrotz natürlich super spannend sind. Genau. Deswegen starten wir jetzt auch mal direkt und zwar mit dem Thema Ruhe. Ich stelle immer zuerst die Frage. Jan stellt seinen Timer auf 5 Minuten und wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe, dann fangen die 5 Minuten an und in der Zeit müsst ihr schaffen, die Frage zu beantworten. Bereit? Superrat. Sehr gut. Und zwar Frage Nummer 1. Wie gestaltet ihr Ruheplätze im Haus, was die Lage im Raum angeht und das Platzangebot?
Und auch zum Thema Hundebox. Wie schafft man es denn, dass ein Hund auch ohne Box zum Beispiel zur Ruhe kommt? Ja, ich fange mal ganz allgemein an. Ne? Und erstmal muss man sagen, zur Hundebox, da möchte ich gerne drauf eingehen. Man sollte eigentlich so viel Begrenzung haben wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das bedeutet allerdings nicht, dass man im ganzen Haus frei herumlaufen muss, sondern ich gehe jetzt erstmal, mal angenommen, vom Wohnzimmer aus. Und es gibt Hunde, die kommen dann in bestimmten Begrenzungen, in bestimmten Phasen gut zur Ruhe. Aber diese Begrenzung sollte später nicht mehr die Begrenzung sein, sondern mehr die Ruhezone, wo der Hund vielleicht auch gerne reingeht. Das kann man erstmal im Allgemeinen sagen, so wie viel Raum wird begrenzt. Und ansonsten so Ruheplätze im Allgemeinen, die sollten nicht zu zentral sein, aber so, dass das Familienleben noch gut mitzukriegen ist. Das heißt, Hunde sollten auch am Familienleben teilnehmen und nicht irgendwo versteckt sein. Also ich kenne auch Plätze, die sind hinter der Couch, wo der Hund kaum was sehen kann, oder auch Boxen hinter der Couch. Und ich habe dann ausnahmslos geraten, das wäre nicht günstig. Der Hund sollte also so stehen, dass er etwas Ruhe hat, also nicht gerade im Eingangsbereich. Irgendwo an einer ruhigen Stelle, je nach Raumaufteilung, könnte das auch neben der Couch sein. Und vor allen Dingen sollte der Hund nicht ständig Kino haben. Also ich stelle mir gerade vor, da ist ein Hund irgendwo auf seiner Decke oder in der Box und guckt nach draußen zur Terrasse oder mitten auf der Straße, wo dann auch Vögelchen fliegen, Eichhörnchen laufen, Menschen mit dem Hund spazieren gehen oder was auch immer da ist. Ja, da können der Hund schlecht zur Ruhe kommen, weil der Hund wird natürlich auf bestimmte Reize da auch möglicherweise eingehen. Und das wäre als Ruheplatz nicht so günstig. Also Ruheplatz sollte auch nicht ganz reizarm sein, also das Familienleben sollte noch mitgekriegt werden, aber auch nicht so viel Außenreize sollten dann der Fall sein. Das wäre erstmal so im Allgemeinen ganz grob gehalten, wichtig für Ruheplätze. Genau, also ich will noch hinzufügen, man sollte darauf achten, dass die Welt bei jungen Hunden wie bei Kindern klein anfängt und langsam größer wird. Die Begrenzung würde ich am liebsten sehen als eine integrative Begrenzung, so wie ich das sage, und nicht eine Begrenzung, die, ich sag mal, den Hund ausschließt. Genau was Thorsten sagt, ist es wichtig, dass der Hund integriert ist in der Familie, dass er auch interagieren kann, weil sonst ist die Begrenzung möglicherweise eine Sache, wodurch die Prozesse, die sozialen Prozesse nicht optimal laufen können und somit eigentlich nicht mehr mit Erziehung beschäftigt ist, sondern man durch die Begrenzung vorbeugt, dass man erziehen muss. Trotzdem, es gibt immer Hunde, die mehr begrenzt werden müssen, weil die von sich aus nicht runterfahren können. Ja? Und eine Form der Begrenzung ist gemeinsam knuddeln auf einen Kuscheldecke quasi, wo man der Hund auch liebevoll Kontakt liegt quasi. Das ist eine Form der Begrenzung, wodurch Hunde auch runterfahren können, weil dadurch ein Botenstoff Oxytocin produziert wird, die Stress hemmt und tatsächlich auch einen guten Schlaf stimulieren kann, weil man sich eben nicht alleine fühlt. Und ich sag mal, Freilauf ist nicht was Hunde suchen. Hunde suchen Verbindlichkeit und Menschen, die Vorbild sind. Und man kann nur ein Vorbild werden, wenn man im Haus schon quasi als Mensch eine Rolle erfüllt, als Türöffner. Und wenn der Hund sich daheim alles selbst erarbeiten kann, ständig, dann ist das ein Schritt zur Selbstständigkeit. Und das wird sich draußen auch wieder zurückzeigen, in was man da dann an Probleme mit diesem Hund empfinden kann. Also das bedeutet tatsächlich, dass diese Begrenzung im Haus ähnlich zu sehen ist wie das, was wir mit unseren Kindern tun. Die begrenzen wir auch. Ja. Babys kommen hinter Gitter, wenn die im Kinderbett liegen. Eine Tochter von 16 wird durch Papa bei der Väter abgeholt und hat keinen Freilauf. Ja? Und das bedeutet, so langsam wird die Welt größer. Und das ist die richtige Reihenfolge, die Menschen sich eigentlich merken sollten. Und tragischerweise ist es sehr oft andersrum. Erst kriegt der Hund überall frei Zugang, schwimmt, wird nervös, unruhig. Ja? Und kommt nicht runter. Und dann ist es so, dass er all diese Freiräume hatte und langsam geht das nicht mehr und wird die Werte ständig kleiner, 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 kleiner. Und das ist die falsche Reihenfolge, das ist gemein. Ich muss noch ganz schnell etwas ganz Wichtiges loswerden, nämlich die Betonung liegt auf Ruhe.
Also wenn euer Hund auf dem Ruheplatz liegt, dann lasst ihn in Ruhe und geht nicht ständig hin und streichelt ihn und sprecht ihn an. Punktlandung, nicht schlecht, sehr gut. Ja. Okay, dann habt ihr alle einmal gesehen, wie das so ablaufen könnte und wie viel man in 5 Minuten vielleicht auch schon reinpacken kann. Und wir gehen weiter zur nächsten Frage und da könnt ihr eigentlich an das Gesagte von eben gleich nochmal etwas anknüpfen, denn es geht auch ums Thema Ruhe. Wie gehe ich denn damit um, wenn mein Hund mich im Haus stalkt und mir die ganze Zeit hinterherläuft? Wie kriege ich es also hin, dass mein Hund das nicht mehr tut und mehr zur Ruhe kommt? 5 Minuten, ab jetzt. Dann greife ich das direkt auf, weil ein wesentliches Instrumentarium ist tatsächlich Kindergitter bei den Türen. Und das bedeutet, er kann der Person nicht hinterherlaufen. Das ist eine Möglichkeit. Aber man sollte nicht nur eine Möglichkeit haben, weil ich finde, ein Hund, der das gewohnt ist, ja, überall dabei zu sein, das ist ein Beziehungsprozess. Wenn ich das schlagartig kappe, ja, dann gibt es deftig Protest und dann gibt es vielleicht auch Probleme mit der Nachbarschaft, weil der Hund dann laut werden kann oder was auch immer. Und das bedeutet, dass es wichtig ist, dass man nicht nur ein Modus fährt, da so bei so einem Hund, der so ein Stalker ist. Das Erste, was ich am liebsten tue, ist Menschen wehtun und sagen, würde dein Partner dich so den ganzen Tag hinterherlaufen, ja? Dann würdest du das auch nicht mehr sehen als Liebe, sondern als Besitz ergreifend, ja? Absolute Kontrolle. Und dieser Partner kriegt nach einem Monat oder zwei die ein Schreiben vom Rechtsanwalt, weil die Scheidung eingereicht wird quasi, ja. Und deswegen finde ich auch, dass man das Problem ernst nehmen muss, weil diese Hunde, die da sich hinterher dackeln im Haus, die werden draußen fast konsequent vorne gehen, ja. So, muss ich als zweiter Modus fahren, neben die Kindergitter, die ich quasi von der Wohnzimmertür, in der Wohnzimmertür habe, damit der Hund eigentlich das Wohnzimmer nicht einfach so verlassen kann. Neben dieser Vorgehensweise würde ich sogenannte Nabelschnur vorschlagen. Das heißt, er hat keine Wahl, ob er jetzt mich auf Schritt und Tritt folgt. Er muss wohl mit. Und wenn ich etwas muss als Hund, dann wird das eigentlich eine Sache, die ich nicht mehr so gerne tue. Und ab und zu darf der Hund dann, muss er nicht unbedingt mit und darf er dann im Wohnzimmer bleiben. Ja, also das ist das Marketingprinzip, man kreiert Wünsche. So ungefähr. Genau, da wäre noch auch was zuzufügen, weil wenn ich das mal aufgreife, was Jan gesagt hat, nämlich wenn man von jetzt auf gleich das ändern würde, dann gibt es möglicherweise auch viel Frust und deftige Probleme dazu mit dem Hund. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den Raum kurz verlässt und dann wieder reingeht, etwas holt im Raum, also man ist beschäftigt mit etwas, man würde nicht auf den Hund achten. Ich hole mir zum Beispiel einen Kugelschreiber und gehe wieder raus aus dem Raum. War 5 Sekunden, gehe wieder rein, lege den Kugelschreiber ab, wieder ein Blatt Papier, gehe wieder raus. So gehe ich hin und her und das von mir aus auch 50, 60, 70 Mal. So lange, bis der Hund eigentlich bemerkt, das ist echt langweilig und auch liegen bleibt, wenn ich rausgehe. Also könnte man in Minischritten auch aufbauen, dass der Stalker möglicherweise dann auch von seinem Ziel ablässt, ja, weil es nicht mehr zielführend ist. Und die Zeiten, die könnte man nach und nach verlängern. Und, beides, das, was Jan gesagt hat, mit der Nabelschnur zum Beispiel. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist übrigens dann auch ein super Training zum Alleinebleiben aufbauen. Ja, weil, wenn der Stalker dann endlich mal froh ist, von dir weg zu sein, weil du ihn überall mit hingenommen hast, dann würde er gerne mal sich ausruhen und würde auch gerne mal haben, dass du aus dem Raum gehst. Und die andere Variante ist auch so, dass er sich dran gewöhnt, von, naja, der geht schon mal raus und der lässt sich nicht dran hindern. Und logischerweise wird er seine Bemühungen dann auch nach und nach aufgeben. Ein wesentlicher Punkt, der absolut wichtig ist in diesem Fall, ist, dass Menschen verstehen, dass das Stalken nur ein Symptom ist von einem Problem in der Beziehung. Und dass man weiter gucken muss als nur dieses Phänomen. Da werden mehr Probleme sein als nur das. Ja? Und das bedeutet, dass man eigentlich gucken muss, so von, okay, wenn das nur ein Symptom ist, dann kann ich die Symptom als auf sich gestellt behandeln, aber ich muss da integral denken, ich muss systemisch denken, um zu verstehen, was für ein System läuft eigentlich zwischen mir und meinem Hund und wie kann ich das System beeinflussen. Das verlangt ausnahmslos, ohne Ausnahme, eine Veränderung von
der menschliche Umgang den Hund gegenüber. Und das ist die größte Problematik, weil die Menschen wollen keine Veränderung. Die wollen, dass alles für sich selber gleich bleibt und dass es bei dem Hund ändert. Und deswegen sage ich, ausnahmslos verlangt es von menschlicher Seite eine Änderung in der Haltung, in der inneren Haltung und somit das Verhalten dem Hund gegenüber. Ja, 20 Sekunden noch übrig. Ja, Sie es sind ist gut geschrieben. Ah, nee, nee, so fangen wir gar nicht erst an. Prima, das klappt ja gut mit den 5 Minuten. Ja. Dann können wir eigentlich direkt zur nächsten Frage übergehen. Und zwar immer noch zum Bereich Ruhe. Wie ist es denn, wenn mein Hund übertrieben aufgeregt ist, wenn es ans Rausgehen geht? Wie kann ich diese Situation sozusagen ruhiger gestalten? Das liegt eigentlich schon in dem, was du gesagt hast, ja? Ruhiger gestalten. Das wäre der erste Start. Und das bedeutet, ich würde wirklich vorm Rausgehen länger warten an der Tür und würde meinen Hund auch lernen, wenn ich rausgehe, dann heißt das noch nicht, dass du gleich mit durchstattest, sondern du wartest auch, bis ich rufe. Ja, und sollte das nicht passieren, also ich gehe raus aus der Tür und der Hund ist dann wieder aufgeregt, gehe ich auch wieder rein. Das wäre eine Möglichkeit, wie schon am Anfang der Hund etwas runterkommt und möglicherweise es dann schon viel ruhiger rausgeht. Eine zweite Sache, die man sich überlegen muss, warum ist ein Hund so aufgeregt, wenn ich rausgehe? Ist das, weil er da schon mit viel Stress rechnet? Also man sieht oft sehr unsichere Hunde, die draußen auch etwas gestresst sind und trotzdem aufgeregt, bevor ich losgehe. Fälschlicherweise würde das auch als Freude auf irgendwas bezeichnet. Das ist aber nicht immer der Fall. Ja, die andere Seite ist, der Hund hat möglicherweise einen Dreivierteltag schon gewartet, um nach draußen zu gehen, und er hat im Kopf auch eine Jagd zu machen, möglicherweise. Ja, also die Erwartung ist so weit oben. Ja, und diese Erwartung würde ich gerne etwas anfangen. Bedeutet, man muss auch eigentlich dahin gehen, dass der Hund draußen in Ruhe abwarten kann, bevor man etwas tut. Dahingehend auch, dass der Hund draußen viel abschaltet, also viel nichts tut auch. Ja, zum Beispiel vor der Haustür auch mal eine halbe Stunde sitzen und nichts tun. Oder mit dem Auto irgendwo hinfahren, Kofferraum auf, halbe Stunde nichts tun. Und dann wieder heimfahren oder sogar essen lassen. Währenddessen wäre auch möglich. Aber man muss es immer etwas koppeln an die Erwartungshaltung. Und wie gehe ich raus? Ja, und da gibt es natürlich dann noch eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo die Ursachen liegen können. Also man muss ja eigentlich dann immer auch gucken, wie lebt jemand mit zusammen, das, was Jan schon angedeutet hat, und was wir heute nicht alles behandeln können, logischerweise. Ja, also wir hören hier bei dieser Situation quasi, dass der Hund emotionsgesteuert ist. Es hat mit Emotionen zu tun. Das kann positive Erwartung sein, negative Erwartung sein, aber der Hund hat sich nicht im Griff. Ja, er verliert eigentlich die innere Haltung. Er kann sich nicht beherrschen. Und das ist zum wesentlichen Punkt, wo man eigentlich gucken muss, wie, in welche Situation gibt es noch mehr Spuren von, dass der Hund öfters affektgesteuerter reagiert. Weil dann ist es so ein Punkt, wo man wirklich gucken muss, okay, wie kann ich diesem Hund verhelfen an Selbstbeherrschung? Und ein großes Problem in unserer Kultur ist, dass viel zu viele Menschen an Fremdbeherrschung arbeiten. Beispiel, der Hund muss auf die Decke liegen bleiben. Und bleib, wird dann gesagt. Und du bleibst. Und das ist Fremdbeherrschung. Und Fremdbeherrschung geht immer auf Kosten von der Möglichkeit, Selbstbeherrschung zu entfalten, ja, zu entwickeln. Und das ist so ein wesentlicher Punkt in diesem Geschehen, wo ich sage, wenn ich als Mensch ungeduldig werde mit so einem Hund und sage, jetzt hör doch mal auf, ja, dann bin ich mit der maximalen Ungeduld damit beschäftigt, zu versuchen, bei dem Hund mehr Geduld zu kreieren. Und das wäre pädagogisch ein großer Fehler. Ja, das kommt nicht gut an. Und das heißt, man regt sich beidseitig dann möglicherweise auf. Das sollte nicht passieren. Und es ist einfach gesagt, dass man in die Situation ganz ruhig bleiben muss. Ich möchte einfach noch einmal zurückgreifen auf, wenn der Hund, ich sag mal, dem Mensch Freilauf geben sollte im Haus und der Mensch das Wohnzimmer verlässt. So wie Thorsten das gesagt hat, man geht rein und raus und rein und raus. Ähnliches könnte man auch in diesem Fall tun, aber dann mit Hund rausgehen aus dem Haus, wieder reingehen im Haus, rausgehen aus dem Haus, so lange bis dieses Ausrufezeichen von Hund, wir legen los, ja, oder jetzt wird es gefährlich, ja, dass dieses Ausrufezeichen so langsam Platz macht für ein
Was machen wir draußen? Ein Fragezeichen. Und das bedeutet, dass dadurch der Hund einen ersten Anfang machen könnte, sich etwas zurückzunehmen diesbezüglich. Da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, die ich schon angedeutet habe. Ich mache zum Beispiel die Tür auf, nachdem ich etwas gewartet habe und mein Hund sich schon von sich aus etwas beruhigt hat. Und wenn der Hund durch möchte, würde ich zeitgerecht die Tür zumachen, bevor er schon dazwischen ist. Und dann mache ich wieder den Spalt auf, mache wieder zu, mache auf, mache zu, mache auf, mache zu. Was ich beobachte, dass Hunde dann nach und nach gucken, wer bedient die Tür, also nach oben gucken, nachdenken und von sich aus sich zwei, drei Schritte zurücknehmen. Und dann kannst du die Tür aufmachen und der Hund wartet ab. Und das Abwarten sollte dann auch eine längere Phase sein, damit der Hund so richtig runterkommt. Das ist Selbstbeherrschung. Ja, das war's. Abgewürgt. Aber es geht eigentlich direkt gut. Wir können auch einfach weiterreden. Nee, das war es jetzt, diese Frage. Geht nicht. Nee. Es geht erstaunlich gut, muss ich sagen, wenn man euch ein festes Zeitlimit gibt. Wir hatten noch auch ein Bit auf Lager, oder? Ja. Wir hatten ja eigentlich gedacht, aber das können wir das Publikum nicht antun, dass wir 5 Minuten diskutieren, wer von uns beiden nun Antwort geben wird auf eine Frage. Dann würde die Zeit um sein. Aber das tun wir jetzt mal nicht. Nee. Ja, besser nicht. Okay, ja, sehr gut. Ihr habt klar gemacht, wenn man Geduld und Ruhe von seinem Hund haben möchte, dann muss man eigentlich ganz stark bei sich selbst anfangen und wahnsinnig viel Zeit und Geduld und Nerven erstmal selber investieren, darin, dass alles langsamer losgehen kann. Ja. Okay, jetzt hatten wir noch eine Frage auch zum Thema Ruhe und zwar diesmal etwas konkreter. Das streift sicher das, was wir schon besprochen haben, aber vielleicht könnt ihr dann ein bisschen genauer da nochmal auf Strategien eingehen. Und zwar steht hier, wie kann ich meinem Junghund helfen, abends besser zur Ruhe zu kommen? Er sucht sehr lange nach der richtigen Position, fiepst dann und fängt an meinem Arm zu knabbern. 5 Minuten. Das wäre eine bessere Frage für dich. Ja, das. Ja, jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir an. Ja, wer die Frage beantwortet. Aber ich fange mal an, weil das macht auch Sinn. Ich sag mal, das hört sich an, als würde der Hund etwas fehlen da. Und ich kenne die Situation nicht. Ich kenne den Hund nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Hund gibt, ja oder nein. Aber der wesentliche Punkt, mir wichtig erscheint, ist, wenn es ein junger Hund ist, dass dieser junge Hund möglicherweise öfters quasi beschäftigt werden sollte mit Kontakt liegen abends. Das bedeutet, man gibt vor. Ja? Man entspannt sich mit dem Hund und das quasi in löffigen Stellung mit unserer menschlichen Vorderpfote, ja, über den Hund rüber und unseren Hinterlauf, auch über die Hüfte von dem Hund quasi. Und so hat man ihn freundlich quasi begrenzt und man darf ihm dabei auch nicht so streicheln, dass man ihn aufregt, sondern man sollte in Zeitlupe eigentlich eine Massage durchführen über den gesamten Körper, weil das ist so ein Punkt, wo das Verhalten etwas hat von ich bräuchte jetzt jemand, um ruhig zu werden. Und das kann ein Mangel sein an Oxytocin. Und deswegen sage ich, Oxytocin, dieses Bindungshormon, dämpft Stress. Ja, und trägt dazu bei, dass man besser schlafen kann, wenn allerdings auch ein paar andere Voraussetzungen gegeben sind. Und das bedeutet, auch wenn ein Hund nicht zur Ruhe kommt, kann das ein Signal sein, dass er, unterfordert ist. Und Forderung hat mit Förderung zu tun. Und das bedeutet, dass da ein Problem liegen kann, dass der Hund unterfordert ist. Aber das ist ganz gefährlich, wenn ich das sage. Ich kann das nicht beurteilen. Es gibt nämlich da Menschen, die denken, oh, wir müssen mehr tun mit dem Hund. Und das ist genau die andere Seite. Weil es kann auch sein, dass Menschen schlichtweg zu viel tun mit dem Hund und dass er deswegen wie ein überdrehtes Kind ist, die nicht runterkommen kann. Ja? Und da muss man wirklich die Finger hinterkriegen, in diesem Sinne, dass es sowohl das eine sein kann und 180 Grad das Gegenteil sein kann. Und somit ist es so, dass wenn ich jetzt einen allgemeinen Rat geben würde, das ist so eine wunderschöne Frage, um das klar zu machen, wenn ich einen allgemeinen Rat geben würde und ich würde standardmäßig davon ausgehen, der ist unterfordert, ja, dann kreiere ich, dass Hundebesitzer mehr tun. Ja? Aber es könnte das Problem sein, dass der Hund eigentlich zu viel aktiv ist mit dem Menschen. Dass Menschen
eigentlich nicht gut leben mit einem Kaninchen, die eigentlich am besten zusammenleben mit einem ganz faulen Mensch, die das Großteil von dem Tag mit die Hunde auf dem Boden liegt und pennt. Ja, das ist der beste Hundebesitzer. Und wir Menschen sind eigentlich in der Regel viel zu aktiv, weil wir eine andere Tierart sind. Und eigentlich passt das nicht so gut zusammen. Auch nicht drei Mahlzeiten pro Tag und was auch immer. Auch nicht unsere Bewegungsaktivitäten, die wir in der Wohnung entfalten und so weiter. Das passt eigentlich nicht zum normalen Leben von Haushunden. Und das heißt, die müssen da desensibilisiert werden, dass all die Bewegungen nicht so viel Bedeutung haben. Aber die müssen auch verstehen, dass wir Sozialpartner sind. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich dazu sagen möchte. Habe ich einen Vorstehhund oder einen jungen Hütehund, wobei das der Fall ist, dann muss man wirklich auch gucken, ist die Begrenzung adäquat gestaltet? Ist es so, dass das eine Begrenzung ist, wo der Hund sich zurückziehen kann und eigentlich auch Reizen ausblenden kann, so wie Thorsten das gesagt hat? Weil ist das zu reizvoll, ist der Hund zu reizvoll untergebracht, dann kriegt er ein Reizverarbeitungsproblem und das führt dann auch zu dieser Unruhe. Zwei Beispiele. Einmal mein Australian Shepherd in Jugendphasen. War sie sehr viel begrenzt, wir haben auch viel gekuschelt. Aber wir haben zum Beispiel schon im Welpenalter einen Tag fast nichts getan pro Woche. Und die anderen Beschäftigungsmöglichkeiten nicht so, dass es den Hund sehr hochpusht, war auch nicht so sehr lang. Also der Hund, habe ich gemerkt, ist, wenn man zu viel tut, immer nervöser und wird unruhiger. Da habe ich das Gegenteil getan. Und momentan aktuell mit einem jungen Labrador habe ich gesagt, zu einer bestimmten Zeit, du gibst dreimal am Tag mit deinem Hund richtig Gas. Ja, man hat bemerkt, er konnte endlich mal seine Energie einsetzen, seine körperlichen Fähigkeiten einsetzen. Und er ist nach diesen Fähigkeiten auch zur Ruhe gekommen, weil er hat so gedacht, ich muss meinen Körper mal in die Ecke legen und ausruhen für die nächste Jagd. Für den war das förderlich. Da hat sich was geändert. Das ist ja super. Ja. Eine Punktlandung. Ich denke, mit den 5 Minuten sind wir ganz gut beraten. Okay, super. Jetzt hatten wir es gerade schon etwas von Aktivitäten und draußen sein. Und zum Thema Ruhe war da auch die Frage, wie ist es denn, wenn ich mit meinem Hund nach draußen gehe und er da wahnsinnig aufgeregt ist, sofort angeschaltet, scannt sofort alles, immer auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick. Wie kriege ich denn mehr Ruhe nach draußen? Das könnte natürlich viele Ursachen haben. Ja, und gehen wir jetzt mal von der territorialen Ursache aus. Also der Hund fühlt sich nicht sicher und ist deshalb schnell aufgeregt über alle fremden Reize da. Dann muss man natürlich gucken, wie arbeitet man daran, dass sich was ändert. Also dass der Hund einen Orientierungspunkt kriegt, wo der Hund im Prinzip sich sicher fühlen kann. Ein Beispiel wäre Abschalttraining im Auto. Also der Hund ist im Auto in der Box, die Klappe ist hoch. Und der Hund könnte beobachten, wie der eigene Mensch außerhalb des Autos interagiert mit fremden Menschen, mit Hund oder was auch immer. Also der Hund sollte eigentlich ruhig in die Umwelt geführt werden. Und eines der schönsten Sachen dabei ist Abschalttraining, besonders für junge Hunde. Und dann kann es sein, dass es gut ist, dabei zu sitzen. Also ich sitze praktisch vor der Box und wir gucken ganz gechillt, was da so in der Welt abläuft. Andere Seite ist, ich könnte auch, wenn jemand auf mich zukommt, mit diesen Menschen interagieren. Das heißt, ich gehe ein Stück auf den zu und wir unterhalten uns. Das wäre also bei so einer Thematik ein Beispiel, wie man damit umgehen kann. Aber ich würde einen Hund, der da so gestresst ist, nicht in diesem Stress lassen, sondern natürlich auch gucken, wo kommt der Stress her? Ja, das andere kann natürlich auch Erwartungshaltung sein, wenn es um die Ersatzjagd geht, also um gemeinsame Aktivitäten oder andere Aktivitäten. Ja, und dass ein Hund eigentlich immer so in der Erwartung ist, gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. Ja, und da wäre sowas wie Reizangeltraining unter Kontrolle zum Beispiel etwas, wo man auch runterbringen könnte. Oder viel abwarten, wenn ich bestimmte Dinge vorbereite, abwarten, bevor ich meinem Hund das Signal gebe, jetzt fangen wir an. Also diese Form von Steadiness und Selbstkontrolle, die wir schon mal angesprochen haben, wären ja schon mögliche Faktoren als Hilfestellung. Ich muss sagen, ich kenne zum Beispiel Hunde mit einem Prägungsdefizit, die dann vor der Tür kommen
Und dem ist die Welt einfach zu viel Reizen. Und dann ist es so, dass die Hunde hektisch und chaotisch wirken und sich auf nichts echt konzentrieren können. Und das ist so eine Sache, die eigentlich in einer frühen Jugendphase passiert ist, die auch also definitive Schädigungen mit sich bringt, die man zwar kompensieren kann etwas, aber da muss man quasi auch lebenslang dran mit der Desensibilisierung. Und das bedeutet, man muss den Hund nicht unbedingt schonen, sondern man muss dafür sorgen, genau was Thorsten sagt, dass in einer reizvollen Umgebung man eigentlich keine Aktivitäten tut, sondern runterkommt. Und dass der Hund da auch begrenzt ist, dass, damit er sich geschützt fühlt. Ja? Und da wäre ein Autobox super gut, finde ich persönlich. Das ist echt so. Und ich finde es auch in diesem Sinne wichtig zu verstehen, dass es sonst tatsächlich für viele Menschen, die Pferde haben, völlig logisch ist, dass wenn man mit dem Pferd anfängt, dass man das in einer auf einer reizarmen Stelle tut, ja, wo nicht viel andere Reize sind, wo die maximale Möglichkeit ist, dass das Pferd sich strukturieren kann, sich konzentrieren kann, weil es kaum Ablenkungsreize gibt. So sollte man bei solchen Hunden auch auf der Suche nach einem Umfeld, wo es reizarm ist, um mit dem Hund gemeinsam etwas zu tun. Und in Gebieten, wo es reizvoll ist, tut man gemeinsam nichts. So ungefähr. Das tut man auch zusammen. Nichts. Ja, und da ist das Vorbildverhalten von Menschen absolut wichtig. Nämlich der Mensch sollte auch entspannt sein. Und ich nenne das immer das holländische Beispiel. Reizvolle Umgebung, Autobahn, Raststätte. Wir kennen das von den Holländern und die Deutschen, die lachen immer drüber. Aber die Holländer sind ja zum Teil doch vernünftig, weil wenn die einen Welpe haben, dann besuchen die eine Autobahn, Raststätte in Deutschland. Und dann klappen die den Campingtisch aus und die haben den Kaffee schon parat und die sitzen da auf der Autobahnraststätte und das tun die, weil die einen Welpe haben. Und dann kommen die LKWs vorbei gerast und was auch immer. Und es ist viel Tabula Rasa, weil auch andere Kinder da auf dem Parkplatz aus dem Auto kommen. Und das ist eigentlich Reizgewöhnung in einer super Form, mit etwas Dieselgeruch dazu. Aber der wesentliche Punkt ist, dass man tatsächlich Situationen suchen sollte und nicht vermeiden sollte, weil der Hund nämlich desensibilisiert werden muss auf diese Reizen. Und noch kurze Verlinkung, weil die Fragen zuvor, die wir beantwortet haben, wären für so einen Hund extrem wichtig und dazu haben wir nun schon auch was gesagt. Also im Prinzip war das jetzt in 20 Minuten. Boah, wieder top. Punktlandung. Ja. Ja, sehr gut. Ich hätte gerne, Thorsten, du hast gerade das Stichwort Abschalttraining gesagt. Ihr habt inhaltlich auch beschrieben, was das ist, aber vielleicht könnt ihr in einer zusätzlichen Minute sozusagen einmal weil wir viele Leute haben, die heute zum ersten Mal dabei sind und die vielleicht auch mit Natural Dogmanship noch gar keinen Kontakt hatten. Das müssen wir auch bei der Beantwortung der Fragen sozusagen immer im Kopf haben. Könnt ihr in einer Minute nochmal sagen, Abschalttraining, was ist das? Ja. Also Abschalttraining ist grob übersetzt einfach nichts tun und man würde also in ruhigen Emotionen, in bestimmten Situationen dafür sorgen, dass Hunde Dinge in sich aufnehmen können und besser verarbeiten können, weil die ja ziemlich runtergefahren sind. Das heißt, die Situation sollte nicht so reizvoll sein am Anfang und diese Reize sollten nach und nach gesteigert sein, damit der Hund wirklich in ruhigen Emotionen bestimmte Reize verarbeiten kann. Zum Beispiel Zusammenliegen mit Besuch oder, wie ich es gerade angesprochen habe, ruhig entspannen in der Box, während man am Baumarkt zum Beispiel guckt, wie da Leute rauskommen, Autos vorbeifahren, Leute in den Baumarkt gehen, mit dem Wagen vorbeikommen, irgendwo beobachten, wo andere Hunde sind. Ja, aber der Zustand abschalten ist eigentlich so ein ruhiges Runterfahren. Also in ruhigen Emotionen beobachten, ein bisschen zu, wenn es gut läuft, sogar schlafen. Also der Hund entspannt extrem, das wäre optimal. Ja. Fachkollegen würde es Habituierung nennen oder auch Desensibilisierung. Ja? Und das bedeutet, die Zielsetzung dabei ist, dass der Hund viele Reize kennenlernt und dass wir durch unser Verhalten schaffen, davon für den Hund neutrale Reize zu machen, die keine große Bedeutung mehr haben für das Tier. Nichts tun sollte man eigentlich doch relativ viel in der Hundeerziehung, ja, um dahin zu kommen. Ja, ja. Ihr hattet das gerade schon angesprochen. Könnt ihr vielleicht noch zwei, drei Beispiele nennen, mit welchen äußeren Rahmenbedingungen sozusagen man das schaffen kann, dass der Hund runterfährt? Also du hattest es schon gesagt, irgendwie mit der
Box im Kofferraum, dass der Hund da sozusagen einfach beobachtet und nichts tut. Was wären noch so Beispiele, wie man das angehen könnte? Und auf dem Schoß. Also bei großen Rassen geht das wahrscheinlich nur in den ersten Phasen. Aber ich würde mit jedem Welpen würde ich durch die Welt tragen. Und ich würde auch oft irgendwo sitzen. Und ich habe meinen Hund hier auf dem Schoß. So schön mit den Armen geborgen und der Hund kann ruhig beobachten und dabei auch meine körperliche Ruhe spüren, weil ich sitze da auch entspannt. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Genau, und das sollte man später auch transferieren können in durch eine Umgebung gehen mit dem Hund, also sprich im Fußgängerzone und so weiter. Schlendern nenne ich das dann, ja, und dieses Schlendern ist eigentlich eine Sache, wo der Hund im Off sein sollte, in diesem Sinne auch etwas weg von seiner Erwartungshaltung, wobei ich es zu Recht finde, wenn man seinen Hund mitnimmt in die Stadt. Meine Hunde wissen, die werden nicht für Speck und Bohnen mitgeschleppt, aber trotzdem verstehen die, es kann eine Weile dauern, bevor wir loslegen mit einer Aktivität. Und das bedeutet, dass das eigentlich dann eine Kombination ist von Faktoren, die man später in der nächsten Stufe durchführen würde. Und das nennen wir dann Abschalten im Gehen. Ja? Und das wäre eigentlich auch ein wesentlicher Punkt, die Menschen so weiterhelfen kann, in entspannt mit dem Hund von A nach B unterwegs sein können. Oder man sitzt auf einer Parkbank und sitzt neben einem, legt sich vielleicht sogar dahin. Also Situationen wählen, die der Hund noch aushalten kann, ohne extrem aufgeregt zu sein und dabei nichts tun, dass der Hund im Prinzip da auch runterfahren kann. Und würde er ja von der Bank weggehen wollen, dann habe ich immer noch eine Leine, mit der ich mal kurz an der Leine zupfe und einen leichten Impuls gebe. Und man weiß, ach so, es geht nicht los. Also ich warte weiter ab. Okay, also man sorgt dafür, dass keine neuen Reize dazukommen, indem der Hund dann einfach weitergeht und dort was Neues findet oder beim Abschalten im Gehen. Also man geht nicht Kilometer weit sozusagen, wo immer neue Reize kommen, sondern man sucht sich einen Ort, wo man dann auf und ab geht, sodass die Reize bekannter werden. Genau. Okay, sehr schön. Dann haben wir das, glaube ich, für alle auch nochmal geklärt, was mit Abschalttraining gemeint ist. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal zur zweiten Kategorie übergehen. Und das war das Thema Zusammenleben mit mehreren Hunden. Okay, und zwar die erste Frage dazu ist etwas, ich trage die etwas personalisiert vor sozusagen. Ihr könnt das dann auf Metaebene ziehen sozusagen. Und zwar ein jüngerer Rüde, ein Jahr alt, gechippt, belagert ständig die etwas ältere erwachsene Hündin, 2 Jahre alt. Sucht Beschäftigung und Ansprache. Bei Nichtbeachtung wird gejault oder sich sogar zum Bellen gesteigert. Der bisherige Ansatz des Deckentrainings ist anstrengender als bei allen anderen Hunden zusammen. Was kann man tun? 5 Minuten ab jetzt. Das ist Klarheit. Ja, also ich meine, das hört sich für mich an als ein pädagogisches Problem. Und ich sag mal, die Belästigung von der Hündin, das kann natürlich auch sehr wohl mit, ich sag mal, Androgenen zu tun haben, sprich mit Testosteron zu tun haben. Und ich weiß nicht, wie lange das ist, dass der Chip gesetzt ist, weil in der Anfangsphase ist bekannt, dass genau dieses Verhalten sich verstärken kann. Und das bedeutet, dass man dafür sorgen sollte, dass er physisch einfach schlichtweg so untergebracht ist, dass er diese physische Möglichkeit nicht hat, diese Hündin zu belästigen. Das muss man vorbeugen, weil das ist schade für die Beziehung von beiden Hunden, weil er eigentlich möglicherweise doch durch diese Chip in der Anfangsphase mehr durch die Hormone gesteuert wird und sich weniger im Griff hat. Das kann ein Problem sein. Aber das andere Problem, was ich höre, ist, bei Nichtbeachtung protestiert der Hund. Und das bedeutet, er möchte beschäftigt werden oder was auch immer, höre ich. Und das sind für mich quasi Sachen, wo in meinem Kopf, und da würde ich jetzt gerne in meinen Kopf gucken lassen, in meinem Kopf kommen sofort ein paar Alarmglocken. Okay, das könnte bedeuten, der Hund wird zu viel beschäftigt. Ist für mich fast ein Hinweis auf, dass er zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, und wenn er die Aufmerksamkeit dann nicht bekommt, dann verlangt er das ab. Und das ist also ein Hund, der auch schlecht abwarten kann, weil da hat man einen abverlangenden Hund, dann passt das nicht bei Abwarten. Und das bedeutet, er entwickelt so nicht seine Selbsthaltung. Ja, sein Selbst, ja, ich sag mal, Beherrschung in diesem Ja. Sinne.
Das ist ein wesentlicher Punkt, wo ich denke, okay, da muss man noch mehr wissen von diesem Hund. Aber nochmals, das Verhalten kann mit dem Chip zusammenhängen. Und ich weiß nicht, ob die Hündin in die Richtung von der Läufigkeitsphase ist. Dieser Kontext ist mir auch unbekannt. Ist sie kastriert oder nicht kastriert? Ja. Möchte sie das gerne oder möchte sie das nicht? Ruft sie es hervor? Ja. Weil es gibt auch Hündinnen, die das wirklich hervorrufen. Aber wenn ich dann quasi dieses Konfliktpotenzial höre, dass der Hund von den Menschen keine Beachtung bekommt und dann deftig protestiert, dann ist das natürlich eine Sache, wo wir auch wieder in zwei Richtungen gehen können. Ja, es kann sein, dass der Hund, da gehe ich aber nicht von aus, weil sonst würden die Menschen sich nicht bei so einem Themenamt anmelden. Aber es könnte theoretisch sein, dass der Hund schlichtweg zu wenig beachtet wird. Das würde ich eher unwahrscheinlich finden in diesem Fall. Ja. Aber es könnte auch genau das Gegenteil sein. Und das ist mir, für mich viel wahrscheinlicher. Der Hund kriegt zu viel Beachtung. Ja. Und das ist ein Problem. Ja, ich würde in dem Zusammenhang noch was zum Deckentraining sagen wollen. Weil das hängt auch mit Beachtung zusammen. Das heißt, wenn ich meinem Hund sage, geh auf die Decke, ja, dann sage ich ihm auch, ich möchte, dass du das tust. Also ich möchte etwas von dir. Ja, und als Fazit könnte der Hund denken, ah, okay, dann gehe ich auf die Decke, ja, weil ich kann gleich wieder aufstehen und dann musst du reagieren. Ja, und das passiert dann laufend bei so einem Hund. Also die Frage ist dann, wenn Herr Müller sagt, ich bin so konsequent, ich schicke meinen Hasso auch 25 Mal auf die Decke und dann bleibt der vielleicht da. So konsequent ist Herr Müller. Und ich sage dann, ja, und Hasso ist so konsequent, er verlangt Herrn Müller 25 Mal ab, das Wort Decke zu sagen. Ja. Und das erzeugt er mit seinem Verhalten. Das heißt, das passt zu dem, was Jan sagt, von Aufmerksamkeit. Und man kriegt dann extra Probleme. Deshalb, was du eingangs gesagt hast, den Hund eine Ruhezone einrichten, wo er auch begrenzt ist, wäre möglicherweise in diesem Alter viel günstiger. Weil dann ist der Hund in der Beobachterrolle und ich muss nicht ständig auf meinen Hund achten. Das ist eigentlich ein wesentlicher Fakt. Er kriegt weniger Beachtung, dadurch kriegt er mehr Achtung. Und ich kann auch besser steuern, was zwischen den Hunden läuft. Weil für die Zukunft wäre es auch gut, wenn der junge Mann mit seiner Hündin dann auch Klarheit kriegt und klarer wird. Und diese zweijährige Hündin hätte dann auch mehr Privilegien als der junge Hund. Genau. Denk immer an einen roten Faden. Wer agiert in der Familie am meisten und wer reagiert am meisten? Ja. Und hier hört man das etwas raus. Der Hund belästigt die Hündin, dann fühlen die Hundebesitzer sich genötigt, darauf zu reagieren. Und das kann schon eine Fehlkonditionierung sein, wo du denkst, ey, das tue ich öfters, wenn ich die Aufmerksamkeit kriegen möchte. Dann weiß ich, wie ich das hinkriege. Genau das gleiche mit der Decke. Ja. Ja. Ja, jetzt war ich noch nicht fertig, aber es ist okay. Ja. Ich würde auch sagen, es klang eigentlich ganz gut, an dem Punkt abzuschließen. Mehr sagen könnte man natürlich immer. Ja. Ich weiß, euch fällt das schwer, sozusagen. Ihr könntet zu jeder Frage auch einen ganzen Themenabend gestalten. Und davon gibt es ja auch schon viele, da weise ich nachher auch nochmal drauf hin. Also wir haben wirklich viele, viele inhaltliche Themenabende schon in unserer Online-Bibliothek. Wenn ihr die ein oder andere Frage dann noch tiefer beantwortet haben wollt oder auch ja, mit Videobeispielen und so weiter nochmal unterlegt sehen wollt, dann findet ihr in der Online-Bibliothek da ganz viel Input. Da zeige ich euch nachher nochmal, wo ihr alles finden könnt. Gut, das hat ja jetzt schon mal zum Thema Zusammenleben mit mehreren Hunden ganz gut an das Thema Ruhe auch angeschlossen. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema zwei Hunde, die schon beide ersatzjagdlich beschäftigt werden, also auch mit Futterbeuteln unterwegs sind. Und hier heißt es, die Herausforderung mit zwei Hunden auf die Ersatzjagd zu gehen. Der ältere Hund hat ein Thema mit der Ressource und reagiert plötzlich aggressiv auf die Kleine. Wie könnte man die gemeinsamen ersatzjagdlichen Ausflüge aufbauen? Machst du? Ja, ich würde gerne darauf reagieren, weil es ist ähnlich wie wenn ich ein Pferd- und Hundseminar abhalte, dann ist die Voraussetzung, wenn ich mit beide gleichzeitig unterwegs bin, dass mein Pferd mich ernst nimmt und dass ich da Einfluss nehmen kann auf das Pferd und dass mein Hund mich ernst nimmt und dass ich Einfluss nehmen kann auf den Hund. Wenn das bei einer von beiden nicht der Fall ist, kann ich nicht mit beide gleichzeitig unterwegs sein. Ja?
Das ist für mich ein Maßstab, den ich da anlegen würde, das ist ein Punkt. Dann ist es so, dass man wirklich gucken muss, okay, beide werden mit Beute beschäftigt. Das kann natürlich eine Konkurrenzsituation hervorrufen, die es davor nicht gab für die Älteren. Und das bedeutet, dass man mehr darauf achten sollte, dafür zu sorgen, dass beide Hunde absolut verstehen, mein Bezugsperson ist die Person, die dafür sorgt, dass die Ressourcen gesichert werden. Dafür muss ich selber keine Sorge tragen, weil das ist die Verantwortung von diesem Menschen und das muss tatsächlich auch gelebt werden durch diesen Menschen, dass man tatsächlich da schon strategisch vorgeht, wenn es dann um diese Ressourcenverteilung geht, dass man in der Anfangsphase tatsächlich dafür sorgt, dass während der ältere Hündin ja am Essen ist, der jüngere Hund überhaupt nicht in der direkten Nähe kommt, ja, damit diese Hündin niemals das Gefühl bekommt, ich muss jetzt mein Essen verteidigen, ja. Und das bedeutet, dass man da bei der Fütterung, finde ich, absolut darauf achten sollte, dass da mehr Distanz zwischen beiden Hunden gegeben ist, in diesem Sinne, bei der Fütterung. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, trotzdem ist es auch wichtig, so hört sich das an für mich, nochmals diese Klarheit zu verschaffen bei der Hündin. A, wir garantieren ausreichend Essen, immer. Das ist nicht die Sorge. Ja, das kann nämlich auch eine Jugendsache sein, die da eine Rolle spielt jetzt. B, ist es so, dass die Distanz beim Füttern deswegen auch gegeben ist. Ja. Und C, ist es so, dass ich den jungen Hund tatsächlich auch eine Grenze aufzeichnen können muss. Und das Gleiche muss ich mit der älteren Hündin tun können. Wenn ich ein Tabu setze, dann muss das so sein, dass diese ältere Hündin sagt, okay, habe ich verstanden, ja, und da auch dementsprechend darauf reagiert. Und ist das nicht der Fall, dann ist das ein Risiko, dass das sein eigenes Leben führt und ich eigentlich höchstens in solche Notsituationen ein Störsender bin für dann diese ältere Hündin, weil ich sie störe in der Absicht, die sie hat, die eigene Ressourcen zu verteidigen. Und das muss man vermeiden, indem man wirklich die Garantien gewährleistet, dass wir als Mensch das tun. Und das könnte man ganz gut, wer die Möglichkeit hat, zusammenbringen, indem man auch zu zweit jagt. Das heißt, zwei Menschen, jeder hat einen Hund. Ja, also es beteiligen sich noch mehr aus der Familie, weil da könnte man viel besser diese Sicherheit auch bieten und vorbeugen, dass die Hunde nicht zu nahe aneinander kommen. Und wenn die auf Abstand jagen, dann könnten die beide eigentlich bemerken, ich kriege mein Bedürfnis echt befriedigt und ich muss mir keine Sorgen machen um mein Essen. Bei Menschen beugen davor. Also wenn es einzeln nicht möglich ist, das kann ich mir schon vorstellen in bestimmten Phasen, dann fängt man das eher auf diese Art und Weise an, weil dann hat es bessere Chancen, dass es positiv wird für die Hunde und anders zusammenwächst. Das wäre eine Möglichkeit zumindest. Ja, die Garantie führt zur Ruhe bei den Hunden Ja. und Gelassenheit in diesem Sinne und Harmonie. Weil je mehr wir Struktur anbringen in so einer Situation, dass wir sagen, wir spielen quasi diese Elternrolle und Elterntiere entscheiden über Ressourcen, ja, das ist bei Kaniden und bei Homo sapiens der Fall, in einem Normalfall jedenfalls, in der Erziehungsphase. Dann ist das so eine Sache, wo man Strukturen schafft und Strukturen dienen nicht irgendwie zu bestimmen, wer nun eine Machtposition hat, sondern Strukturen dienen dazu, dass man harmonisch miteinander zurechtkommt, damit die Energie nicht verloren geht in solche Konflikte. Ja, weil dann kann man die Energie konstruktiver miteinander in Zusammenarbeit benutzen und da dient dann die Energie zu. Und das ist eigentlich auch die gesamte Funktion von dieses Wort, dieser Begriff, den die Hundeszene schon Allergien hervorruft, nämlich Rudelordnung und was auch immer, wo ich denke, ja, weil es dient tatsächlich Ordnung und Ordnung, ein anderer Begriff wäre eigentlich Ruhe, ja, Struktur. Ja, und das Sichern der Nahrungsressourcen ist eines der wichtigsten Ja. im Sozialgefüge und das bringt extrem viel Sicherheit. Klasse, sehr gut. Okay, jetzt weiter zum Thema Zusammenleben mit mehreren Hunden. Was empfiehlt ihr denn, wenn sich zwei zusammenlebende Hunde in verschiedenen Situationen immer wieder angehen? Nicht böse, eher so kabbeln als Stressabbau, heißt es hier. Ja, die Frage ist immer nach dem Begriff böse oder nicht böse. Ich würde es, wenn
so oder so nicht als böse einschätzen, sondern als Klärungsbedarf. Ja, bedeutet, wenn die sich so kappeln, dann bedeutet das auch, die haben auch etwas Spannung miteinander, weil die haben noch etwas zu klären. Ja, was ja im Prinzip normal ist, also die müssen auch etwas miteinander klären. Aber auch hier gilt natürlich, wie schaffe ich die Struktur? Also wir haben ein ähnliches Beispiel gehabt schon, wo wir klar gesagt haben, da muss eigentlich mehr vorgebeugt sein. Das würde ich auch für diese Hunde raten, dass es Zeiten gibt, wo die beide in der sicheren Zone untergebracht sind, beide im gleichen Raum, beide sich sehen können und beide miteinander eigentlich entspannen können. Ja, also es gibt Phasen, wo die entweder nicht zusammenkommen können oder wo auch jemand dafür sorgen kann, zu sagen, stopp mal, hier im Haus gibt es keine Aktivität, da gibt es Ruhe. Ja, und anstatt im Haus diese Aktivitäten zuzulassen, könnte man möglicherweise in einem sehr begrenzten Terrain, also in einem eingezäunten Gebiet, ganz strukturiert auch Kontakte strukturieren und anleiten. Das heißt, man würde auch ins Spiel eingreifen, um den Zweien zu helfen, wie geht man miteinander um und den Zweien auch die Chance zu geben, etwas zu klären. Aber im Haus würde ich vorwiegend sagen, ist Ruhe. Ja, da wird nicht viel rumgekappelt, sondern da wird runtergefahren. Ne? Wie siehst du das? Ja. Ja. Ich sehe das genauso. Nicht böse, das heißt möglicherweise nicht sauer. Ja, und ich glaube, das ist meistens auch eine Tendenz, die wir Menschen haben, das Verhalten von dem Hund nicht komplett so ernst zu nehmen. Ja, ich sag mal, ein Hund bellt unterwegs einen anderen Hund an und dann hört man sehr oft, er möchte einfach nur Hallo sagen. Ja, ich kenne keinen Hund, der Hallo sagen kann. Und das wird dann einfach nicht ernst genommen, was der Hund zum Ausdruck bringt. Hier hört man schon etwas, dass Menschen denken, ja, da wird ja schon gekabbelt, so gesagt. Es kann aber auch in diesem Fall einfach Spiel sein. Es kann sein, ich weiß die Situation nicht, ob das Hündin und Rüde ist. Ich gebe davon ein Beispiel. Bei den Hündin mit Rüde zusammenlebt, sieht man sehr oft, dass ein Hündin sogar solche Aktivitäten initiieren, so gesagt, weil sie möchte, dass der Rüde lernt zu kämpfen. Ja? Biologisch gesehen sind Rüden einfach weniger wert als Hündinnen. Ja? Und das bedeutet, wenn dann Gefahr drohen würde, wenn die zwei unterwegs sind, dann muss er vorbereitet sein, weil er ja Kanonenfutter ist, damit sie bessere Karten hat, weiter länger zu leben. Ja? Und das bedeutet tatsächlich auch, dass so ein Hündin sehr oft ganz gezielt diese Käbeleien ansteuert. Und das kann ja sogar zu einer Belästigung führen für diese Rüde, die dann denkt, ja, ich möchte das überhaupt nicht, ich möchte nicht dein Held sein. Ja? Und dann muss man tatsächlich diese Regeln genauso durchführen, wie Thorsten gesagt hat. Im Haus wird eigentlich keine Aktivität irgendwie getan durch die Hunde. Ja? Also natürlich dürfen die rumlaufen, zum Wasserpott umtrinken und wieder auf die Decke sich hinlegen. Das ist alles okay, aber ich meine kein Spiel im Haus. Und ich würde tatsächlich auch sagen, beim Spiel sollte man sich als Mensch nicht rausbeamen, sondern man sollte das begleiten, ähnlich wie bei wenn das zwei Kinder sein würden, die in ihrer Familie leben und die kebbeln, dann muss man Klarheit verschaffen. Es ist genau das gleiche Prinzip wie bei Kindererziehung. Genau, man muss verstehen, Kommunikation dient immer dazu, etwas zu klären, etwas klarer miteinander zu werden, etwas zu üben. Ja, also das kann man nie trennen. Ne? Es gibt nicht nur Spiel, weil Spiel dient immer, folgt immer irgendwelchen Möglichkeiten, die dann gelernt werden sollen oder auch dient, um sich selber klarer zu werden mit dem anderen. Noch ein Punkt, wir sollten uns Menschen mit rein reflektieren. Ich erlebe leider sehr oft, dass wenn ein neuer Hund dazukommt, dass der junge neue Hund alle Aufmerksamkeit bekommt und der zweite Hund auf einmal bemerkt, ich bin quasi auf den Seitengleis abgestellt. Und das kann solche Konflikte auch hervorrufen. Das nennt man Eifersucht, ja, die dann eigentlich auch zu Recht ist. Und das ist so eine Sache, wo man sich als Mensch auch da nicht rausbeamen kann, als mögliche Verursacher von solchen Käbeleien. Und sehr oft bemerke ich, dass die Käbeleien nicht stattfinden, wenn kein Mensch in der Nähe ist, sondern dass die hauptsächlich stattfinden, wenn einer der Menschen von der Familie in der Nähe ist. Und das sagt auch etwas aus. Man kann sich da als Mensch nicht rausbeamen. Ja.
Okay, super. Wenn ich bisher einen Hund habe und ich jetzt hätte jetzt gern einen zweiten dazu, wie gestalte ich denn dann die Zusammenführung der Hunde? Das erste Kennenlernen im neutralen Territorium und wie geht es dann im Haus weiter? Ja, ich fange mal Ja. an. Ich finde, da sollte man sollte eigentlich seinen eigenen Hund, den man schon hat, gut kennen. Weil bei bestimmten Hunden ist das relativ unproblematisch. Und das bedeutet, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wo bei uns ein neuer Hund in der Familie kommt, ist es unproblematisch, weil meine Hunde vom Welpen an gelernt haben, dass ich entscheide, welcher Mensch oder auch welcher Hund bei mir im Haus kommen darf. Und die haben verstanden, dass es nicht deren Haus ist, sondern mein Haus. Und das hat auch alles damit zu tun, dass ich im Haus alle Möglichkeiten habe und die Hunde nicht alle Möglichkeiten haben. Ja? Und das macht schon klar, eigentlich, wer ist der Hausinhaber? Und das ist also für meine Hunde klar, das sind nicht meine Hunde. Ja? Und deswegen kann ich das entscheiden. Und dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem, mit einem anderen Hund, sei es ein Welpe oder auch ein Erwachsenenhund, reinzukommen, weil eben diese Sache internalisiert ist bei den Hunden, also eigentlich ja, logisch ist für meine Hunde. Und das macht es einfach. Wenn diese Grundlage es nicht gibt, dann muss man wirklich gucken, okay, wie tickt mein älterer Hund, wie kann ich dafür sorgen, dass in der Anfangsphase ich nicht die Fehler mache, die ich soeben gesagt habe. Nämlich, dass der Hund, die neu dazu kommt, die zentrale Aufmerksamkeit bekommt, das ist für so einen Hund sogar eine Belastung, ja, quasi eine Belastung, weil er findet das unnormal, dass man als neuer Hund in eine Gruppe kommend sofort die zentrale Figur ist, durch allen gewählt wird. Und dann auf einmal kommt der Obama-Effekt. Man ist gewählt und automatisch auch dann zuständig für alle wichtigen Entscheidungen. Und das ist eine Überforderung. Und das bedeutet, der Hund, der gerade frisch ankommt, sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sondern man sollte vor allem darauf achten, dass der bereits vorhandene Hund, den man hatte, da mehr im Mittelpunkt steht. Und auch nicht übertreiben, was daran geht, weil dann kriegen wir da wieder andere Effekte, die wir zwar bei anderen Beispielen schon gehört haben. Aber man sollte nicht die Fehler machen, irgendwie dann der ältere Hund, die schon da ist, zu sagen, hey, du hast dich zu benehmen, weil dieser Hund, die gehört jetzt zu uns. Ja, komm mal bei mir, der neue Hund, weil das kriegt irgendwie selbst böses Blut. Das ist ein Punkt. Neutrales Terrain kann notwendig sein, wenn ich einen sehr territorialen Hund habe, die ziemliche Intoleranz zeigt anderen Hunden gegenüber, dann ist es auch die Frage, ob das vernünftig ist, einen zweiten Hund da hinzuzufügen. Ja? Und dann muss man natürlich auch noch gucken, wie sieht das mit den Geschlechtsunterschieden aus in diesem Sinne. Und da kommen verschiedene Punkte zusammen, wo man Themen einfach machen könnte. Genau, aber eine Sache noch, die auch wichtig ist: Der Neue hat weniger Privilegien als der Hund, der schon da ist. Und das, was Jan schon auch etwas akzentuiert hat, ich würde es so nennen: Der Hund, der schon da ist, der muss auf seine Gewohnheiten nicht verzichten. Ja, und da tut man natürlich gut, wenn man vorher schon die Struktur ganz gut hat. Aber so oder so muss man klar machen: Der Hund, der schon länger im Haus lebt, der darf keinen Nachteil kriegen, weil der Neue dazukommt. Aber da könnte genau dieser Frust entstehen, von dem Jan gesprochen hat. Und das wäre für die Zukunft, für die zwei, ziemlich schlecht, weil es gibt viele Reibereien. Ja, und am einfachsten ist es, dass der neu dazukommt, der weiß, naja, wenn man neu ist, dann backt man kleine Brötchen, auch mehr eingegrenzt wird, weniger beachtet wird. Und der schon da ist, behält genau das Leben, was er eigentlich vorher auch hatte. Ja. Ja, sonst macht man sich echt Probleme. Wenige Beachtung heißt nicht, dass er nicht beachtet wird. Nee. Und wenige Beachtung heißt trotzdem auch, dass dieser Hund durchgeknuddelt wird, marschiert wird, so dass da in einem Beziehungsaufbau etwas passieren kann. Aber bitte, bitte, bitte stellt der ältere Hund nicht auf ein Abstellgleis. Ja, das kann ich nur mitgeben, weil leider passiert das zu oft, dass der neue Hund auf einmal der Favorit ist, weil er ist ja neu und alles, was neu ist, ist interessant. Ja, und das ist ja das Drama für den älteren Hund. Ja. Vorhin wurde nach der Box gefragt oder nach anderer Begrenzung. Für den neuen Hund wäre es gut, wenn er so eine Begrenzung schon kennt oder wenn die dann
zeitnah auch sehr positiv aufgebaut wird, weil für das Zusammenfügen der Hunde für die Zukunft ist ganz gut, wenn der neue öfter begrenzt werden könnte. Es gibt viel mehr Ruhe im Haus. Und deshalb braucht man später diese Begrenzung auch nicht mehr, weil die möchte ich auch nicht lebenslang für diesen Hund halten. Also so wenig wie es geht. Okay, danke schön. Ich sag mal kurz zwischendurch an alle ZuschauerInnen etwas. Wir haben jetzt schon über 100 Fragen, die eingegangen sind. Also wir werden auf keinen Fall heute alle schaffen. Deswegen, es wäre gut, wenn ihr euch die Fragen vielleicht irgendwo nochmal notieren oder aufschreiben könntet. Wenn wir nämlich dieses Format weiter fortführen, dann könnt ihr die Frage beim nächsten Mal nochmal stellen, weil ich werde nicht schaffen, alle Fragen zu notieren und beim nächsten Mal sozusagen wieder im Kopf zu haben und weiß auch gar nicht, ob ihr dann dabei seid. Genau, also sicherheitshalber notiert euch die Fragen vielleicht in der Pause nachher selbst mal und dann könnt ihr sie beim nächsten Mal einfach nochmal stellen, falls sie heute nicht drankommen sollten. Ja, ja. Wir kürzen einfach die Zeit auf 30 Sekunden. Stößt nicht auf Begeisterung. Hey, ich bin etwas still jetzt. Jan wird gerade aggressiv. Ja. Ja, ich glaube, mit den 5 Minuten, das passt ganz gut. Noch eine Anmerkung. Es kommt ab und zu mal vor, dass jemand diese Funktion mit dem Handheben nutzt bei Zoom. Ich weiß dann leider gar nicht, was sozusagen, was ihr dann mit ausdrücken wollt. Deswegen, wenn ihr irgendeine Frage oder eine Anmerkung habt oder so, dann schreibt, wenn es technischer Natur ist, gerne in den Chat und inhaltlicher Natur gerne in die F&A-Funktion. Dann weiß ich sozusagen auch, was ihr mir sagen wollt. Genau. Okay, wir machen mal noch 2 Fragen zum Thema Zusammenleben mit mehreren Hunden. Und zwar war eine Frage zum Thema Dominanz. Gibt es denn Dominanz, wenn man mit mehreren Hunden zusammenlebt? Was bedeutet dann Dominanz und inwiefern muss man darauf Rücksicht nehmen? Oh, da würde ich gerne etwas zu sagen wollen. Weil, das habe ich gedacht. Ja. Ja, es gibt Dominanz, ja, es gibt Rangordnung und es ist Bullshit, wenn man denkt, dass es bei den Hunden das nicht gibt. Das ist modern denken und ich möchte nochmals nach Franz de Waal verweisen, die das auch so beschreibt, ein Professor in der Ethologie, ja, der das so beschreibt, dass er an das Departement Psychologie arbeitet als Dozent und dass all die Studenten Arbeiten schreiben und dass in diese Arbeiten kaum etwas über Sozialstruktur, Rangordnung und Dominanz zu finden ist, weil das nicht populär ist. Und in der Hundeszene, auch in Deutschland, ist es voll Populismus und voll mit, was ist populär zu sagen. Und jawohl, es gibt Dominanz, aber Dominanz wird falsch verstanden, weil Dominanz wird gleichgestellt mit Unterdrückung und Aggression. Wo ich sage, wenn ich Thorsten auf diese Weise quasi im Schach halten muss, dann fehlt mir die Dominanz. Ja? Wenn ich das brauche, um Thorsten zu lenken, dann fehlt mir die Einflussnahme. Dann habe ich zu wenig Einfluss und dieser Einfluss, das kennen wir auch von der Genetik, ja, dieser Einfluss, den nennt man Dominanz. Und wenn dieser Einfluss zu wenig ist, dann kommt die Aggression, um das verloren, also nicht anwesende Dominanz quasi, versuchen wiederherzustellen. Und das heißt, es gibt ein Manko da. Und das bedeutet, dass man Dominanz nicht gleichstellen sollte mit Aggression, im Gegenteil sogar. Ja? Und das bedeutet tatsächlich auch, dass man sagen kann, diejenigen, die die Dominanz von anderen zulassen, die sind der bestimmende Faktor, ja, für diese dominante Rolle quasi. Und das bedeutet, nicht die dominante Person oder Individuum entscheidet, ich habe die Führung, sondern es ist vielmehr die Entscheidung von der anderen, der sich führen lässt durch dieses Individuum. Und das bedeutet, jawohl, Dominanz ist ein Beziehungsaspekt. Es gibt also keinen Hund, die angeboren eine dominante Rolle hat. Ja? Es gibt auch keinen Hund, die angeboren quasi die Führung haben möchte. Es gibt Hunde, die Temperament haben, die dazu führen könnte, dass die führende Qualitäten entwickeln könnten. Ja? Das ist ähnlich wie bei Menschen. Es gibt also Menschen, die, ich sag mal, denken, ich bin nicht dominant, aber dann kriegen die Kinder und werden Papa und Mama. Und auf einmal sind die dominant, weil die entscheiden, jawohl, jetzt muss die Windel gewechselt werden. Ja? Und ich übe Versorgungshandlungen durch. Ich nehme Einfluss auf mein Kind. Und dieser Einfluss ist Dominanz, sehr wohl.
Ja, und ich bin ein Gegner von Wortangst diesbezüglich. Ich bin ein Anhänger davon, dass man es erklärt. Und das bedeutet tatsächlich, wer hat den meisten Einfluss auf wem? Das ist eigentlich, wie man Dominanz definieren kann. Und vor allem gehört dazu, wer lässt das zu? Ja, also in einer Zweierbeziehung, und das heißt, Dominanz ist ein Beziehungsaspekt und kein Persönlichkeitsmerkmal. In der Regel geht Dominanz zugunsten der Gemeinschaft, also zugunsten der sozialen Gruppe und wird nicht missbraucht. Das wäre eher schon etwas krankhaft zu sehen. Aber diese Dominanz ist natürlich auch wichtig, um eine gewisse Ordnung herzustellen, einen gewissen Rahmen zu formen auch, wo sich jeder drin bewegen kann, wo sich jeder sicher sein kann, wo er in diesem Rahmen hingehört. Und das macht ein sicheres Gefühl. Ja, also Dominanz wird deshalb auch viel zu negativ gesehen. Es dient der Sache, es dient der Gruppe. Eltern-Kind-Beziehungen. Optimalerweise sind die Eltern dominant, das Kind gegenüber. Wenn Eltern nicht die dominante Rolle haben, trage ich fürs Kind, diese Eltern sind nicht in die Erzieherrolle. Und das ist genau die Do mit unserem Hund der Fall. Und auch wenn Menschen sagen, aber der Hund weiß doch, dass wir kein Hunde sind. Ja, aber wir sind Sozialpartner und wir haben auch einen Hund als Sozialpartner. Das finde ich das Komische, dass man auf einmal dann verneint, dass es zwischen Mensch und Hund so etwas geben kann, obwohl es bekannt ist, dass es so etwas zwischen Katze und Hund gibt. Jetzt war ja die Frage im Zusammenleben mit mehreren Hunden. Wie gehe ich also damit um, wenn einer meiner Hunde dominant dem anderen gegenüber ist? Lasse ich das zu oder wie soll ich das handeln? Ich kann das regulieren. Ich finde trotzdem auch, dass die untereinander natürlich eine bestimmte Struktur haben dürfen. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich bin die Person, die quasi über die beiden steht. Ja? Und das bedeutet, dass ich das auch untereinander regulieren sollte als Hundebesitzer, wie das man das tut mit Kindern. Ich steuere die Prozesse. Boah, haben wir das noch gerade geschafft dann? Ja, vielleicht kann ich noch mal eine ganz, ganz kurze Nachfrage dazu stellen, sozusagen. Also muss ich als Mehrhundehalterin dafür sorgen, dass die Hunde gleichberechtigt sind, oder muss ich sozusagen diese Dominanzbeziehung berücksichtigen? Vielleicht könnt ihr da noch mal 30 Sekunden ganz schnell drauf eingehen. Ja, wir hatten es gerade noch besprochen, wenn ein neuer Hund dazukommt. Und das hat ja zu Recht gesagt, der ältere Hund hat eigentlich erstmal die meisten Rechte. Ja? Und da gibt es schon einen Unterschied. Und das bedeutet tatsächlich, dass man einen Unterschied im Alter machen kann. Aber man sollte auch da nicht verbohrt sein, weil es kann Unterschiede im Temperament geben. Es kann Unterschiede sein in ein sicheres Gefühl, Sicherheitsgefühl. Der eine ist unsicherer als der andere und das führt dann zu Unterschieden, vor allem in die Außenwelt, was untereinander im Haus passiert oder was auch immer, wäre dann unter Umständen sogar weniger relevant oder klar, als wenn man die Hunde beobachtet, wenn man unterwegs ist. Ich finde wichtig, die Art und Weise zu regulieren, wie zwei, drei, vier sich unterhalten. Und das, was daraus entsteht, Außenkommunikation der Hunde untereinander, ist natürlich auch eine Rangordnung untereinander. Aber es wird begleitet. Ja. Super, danke euch. Dann würde ich jetzt noch eine Frage zum Thema Zusammenleben mit mehreren Hunden stellen wollen. Und ich denke, dann gehen wir mal in die Pause über. Und zwar diese Frage: Wenn ich jetzt schon zwei Hunde habe und ich bin mit beiden unterwegs, dabei hat jeder Hund eine feste Seite und jetzt habe ich einen dritten Hund dazu bekommen. Erstmal bin ich mit dem sozusagen alleine unterwegs, um da Erziehungsarbeit zu leisten, aber irgendwann möchte ich ja mit allen drei Hunden unterwegs sein. Nach welchen Kriterien entscheide ich denn, wo dann dieser Hund noch laufen soll? Also, das kann man ja unterschiedlich Stopp, tun. die Uhr läuft noch nicht. Die muss erst Oh laufen. ja. Warte noch ein bisschen. wenn alles tippitoppi ist und alles klar ist, dann ist es relativ egal. Ja? Ich habe, ja, weil ich dann später so einen Mix hatte mit Hündinnen und Rüde daheim bei mir, hatte ich eine Hündinnenseite und eine Rüdeseite, weil die Hündinnen unterwegs sehr oft tendieren, der Rüde zu sagen, hey, da ist ein anderer Hund, jetzt leg mal los. Ja? Und dann war ich quasi mehr dazwischen. Das war aus meiner Sicht, um eigentlich dafür zu sorgen, dass die Rüden nicht unnötig irgendwie angezettelt werden, etwas zu tun. Ja? Das ist, was ich gehandhabt habe, Hündinnen- und Rüdeseite. Aber ich sag mal, wenn ich logisch denke wie ein Hund, dann würde ich darauf achten,
dass die ältere erfahrene Hunde quasi außen laufen und die unerfahrene zwischen dieser äußeren Hunde und mir quasi, ja. Und das bedeutet, das wäre ja logisch gedacht, wenn man so unterwegs ist. Aber eigentlich, wenn alles geklärt ist und es keine Fragen gibt über Sozialstrukturen, dann ist es relativ egal. Und wenn man dann später mit die Meerhunde ohne Leine unterwegs ist, weil das ist dann möglich, wenn alles klar ist, dann dürfen die auch von mir aus wechseln. Ja, aber wenn nicht alles klar ist und die wechseln hinter deinem Rücken, dann sind das meistens Indikatoren für Prozesse, die bei den Hunden untereinander laufen, die nicht immer direkt irgendwie schädlich sind, aber sicherlich in Begegnungen mit anderen Hunden eine wesentliche Rolle spielen können. Und da sollte man dann tatsächlich auch etwas mit tun. Ja, es gibt ja auch noch mehr Varianten. Ne? Also ich würde mal gucken, tatsächlich ist es nicht immer optimal, wenn jetzt jemand mit 3 oder 4 Hunden zur Beratung kommt und die Frage kriege ich tatsächlich auch öfter gestellt, welcher Hund läuft jetzt wo? Dann gucke ich mir eigentlich immer an, wie ist die meiste Ruhe? Ja, also wie passt es am besten zusammen? Oder sind da zwei, die sich so ein bisschen dann auch behaken und deshalb wird Unruhe? Also es gibt viele Möglichkeiten, warum ich das dann vielleicht wechsle. Ich gebe mal ein aktuelles Beispiel aus. Bei mir im Haus, wir haben jetzt einen Hund aufgenommen, sozusagen ein kleines Flutopfer. Und der sitzt neu in der Familie und ich sage, meine Jade ist mein Terrier rechts laufen. Und die anderen zwei laufen links. Also das geht auch andersrum ohne Probleme. Aber meine Jade ist eine, die eher sagt, ach, ich brauche ein bisschen mehr Raum. Das heißt, sie braucht eine höhere Individualdistanz. Und meine Schana, mein Shepherd, sagt, ach, mit dem liege ich auch schon mal Kontakt. Und die rempeln sich auch mal an und keinen stört es. Also da ist viel mehr Ruhe, wenn die links neben mir laufen oder rechts und der andere und da. Ja, und so kann man eigentlich nicht pauschal sagen, wer läuft wo. Aber es gibt Varianten und es gibt Gründe, warum man da eine bestimmte Ordnung haben könnte, damit es den Hunden auch viel besser geht unterwegs, damit Hunde auch ruhig und entspannt mitlaufen können. Eine Grundvoraussetzung mit jeder Einzelhund und gute Beziehung, und dann Ja. ist die ganze, das ganze Fundament gegeben. Gibt es da Probleme, dann würde ich die Finger lassen davon, mit allen Hunden gleichzeitig unterwegs zu sein, weil diese Hunde kriegen nämlich mit, welche Probleme da noch vorliegen. Und alle Hunde kriegen das mit. Und es kann nur schlechter werden, würde ich dann sagen. Und deswegen macht es dann Sinn, erstmal das mit der Einzelhunde vernünftig auf die Reihe zu haben. Jetzt denke ich an Anfang von heute und mir fällt doch noch was Witziges, Aktuelles ein, weil ich bin unterwegs gewesen mit denen hier hinten am Weg, hier in Niederrambach, und da lag ein toter Maulwurf. Und jetzt wollten sich eigentlich im Vorbeigehen meine Jade, mein Terrier und der neue Hund da drauf stürzen. Und die habe ich beide dann angestupst und klar gemacht, nee, das nehmen wir nicht auf. Und dann sind die freiwillig nebeneinander gelaufen und haben mich nicht mehr angeguckt. Also sie haben gesagt, jetzt wurden wir gemeinsam korrigiert. Jetzt machen wir auch gemeinsame Sache. Ja, du bist Aber jetzt ignoriert. nächsten Tag war das dann auch wieder anders. Ja, also es kann Gründe geben, warum man das wirklich wechselt. Schön, sehr gut. Prima, ich glaube, dann kannst du die Uhr dafür stoppen und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal Pause machen. Wir haben es jetzt genau 20:30 Uhr und ich blende euch mal die Pausenfolie ein. Ich würde ganz gerne um meinetwillen 15 Minuten Pause machen, weil so viele neue Fragen auch noch eingegangen sind und ich gerne in Ruhe nochmal durchschauen würde, okay, welche Frage passt vielleicht heute noch ganz gut. Das heißt, wir sehen uns 20:45 Uhr wieder, dann geht's live weiter. Ihr könnt die Pause nutzen, um euch irgendwie mit Getränken und Snacks zu versorgen, aber auch um neue Fragen in die F&A-Funktion zu stellen. Und in der Pause blende ich euch auch mal ein, welche Veranstaltungen demnächst so auf euch zukommen. Und genau, wir sehen uns dann 20:45 Uhr wieder hier. Bis Bis gleich. gleich.
begrenzt. So, wir sind schon wieder online, weil, genau, weil es ist 20:45 habe ich gedacht und ich habe auch gesehen, Sarah, da sind echt unendlich viele Fragen gekommen. Ich sehe hier 99 plus stehen. Wir haben jetzt nicht komplett durchgestöbert, aber wir sehen die Zahl hier. Das fragt eigentlich noch nach einer Wiederholung von so einem Abend, muss ich echt sagen, weil ich finde die Fragen bis jetzt auch schön, weil dadurch kann man tatsächlich mehr Einblick verschaffen in ein paar Grundprinzipien, die dahinter stecken möglicherweise. Und das finde ich eigentlich das Schöne dran. Ja. Ja. Genau. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir am Ende auch noch dazu kommen, ein paar der eher selten gefragten Fragen noch mit aufzunehmen, weil das so Fragen sind, die vielleicht kein extra Themenabend irgendwie passen würde, weil das so eine Detailfrage ist, die aber, finde ich, auch super spannend natürlich sind. Deswegen würde ich sagen, wir stürzen uns gleich mal in die nächste Kategorie, damit wir hoffentlich am Ende auch noch ein bisschen Zeit haben. Genau, und die nächste Kategorie heißt Sicherheit bieten. Und dazu vielleicht ein paar Vorworte sozusagen von mir. Sicherheit bieten ist nicht nur dann für Hunde relevant, wenn Hunde offensichtlich unsicher sind oder ängstlich sind, sondern ganz oft entsteht eben Aggression auch aus einer Unsicherheit heraus. Und Aggression ist dann die Lösungsstrategie. Deswegen bin ich in den Fragen zum Thema Sicherheit bieten, habe ich jetzt auch Fragen mit einbezogen, sozusagen, wo es sich um Aggression dreht oder wo es sich zum Beispiel um Hundebegegnungen oder der Hund pöbelt oder was auch immer dreht. Also für alle, die sich fragen, so ja, aber wenn der Hund pöbelt, was hat das denn mit Sicherheit zu tun? Eine ganze Menge, weil das Pöbeln oft die Strategie ist, um diese verloren gegangene Sicherheit irgendwie wieder zurückzugewinnen. Und um also zu verhindern, dass ein Hund sozusagen so viel Strategien braucht wie Pöbeln und so weiter, ist es wichtig, dass er weiß, okay, das Thema Sicherheit ist bei mir, beim Menschen gut aufgehoben. Ich biete meinem Hund Sicherheit. Und dazu jetzt die erste Frage. Wie treffe ich denn aus Hundesicht kluge Entscheidungen und zeige ihm, dass ich Kompetenzen habe, dass er also die Verantwortung über Sicherheit mir abgeben kann? 5 Minuten für euch. Das ist natürlich ein ganz weites Feld, aber wir wollen versuchen, ein paar Beispiele zu nennen. Ich habe vorhin schon eins genannt, das Abschalten im Auto, wo der Hund im Auto beobachtet, wie ich Dinge außerhalb vom Auto für den Hund reguliere. Und das gleiche Grundprinzip muss ich eigentlich im Gesamten durchziehen. Bedeutet, ich bin als Erster auch an bestimmten Punkten, also mir kommt zum Beispiel ein Hund entgegen, also jemand mit Hund entgegen und mein Hund nimmt sich zurück und ich sorge auch dafür, dass er sich zurücknehmen kann. Also da müssen wir weiter ausholen, das tun wir heute nicht, aber ich wäre als Erster überall. Und wenn mir jetzt zum Beispiel jemand entgegenkommt, der so etwas auf Krawall ist, wie du das gerade berichtet hast, dann würde ich natürlich etwas mehr mich entfernen. Das heißt, es könnte sogar sein, dass ich im Bogen über die Wiese laufe und damit meinem Hund auch klar mache, ich möchte diesen Konflikt nicht. Das heißt, wenn ich mit Sicherheit beschäftigt bin, dann bin ich nicht damit beschäftigt, die Konflikte zu lösen, sondern ich bin damit beschäftigt, Konflikten vorzubeugen. Das hieße eigentlich kluge Entscheidungen treffen. Also ich lasse meinen Hund nicht ins offene Messer laufen und überfordern, sondern ich beuge vor, dass er überfordert ist. Ja? Und da gibt es natürlich verschiedene Beispiele, die man dann auch aufzeigen kann. Was das in der Praxis bedeutet, oder? Ich würde etwas drastischer noch etwas sagen wollen. Man ist erst Bezugsperson für seinen Hund in aller Lebenslage, wenn der Hund sich in seinem Mitbezug zu sein, Haltung und Verhalten auf dich bezieht. Und das bedeutet, dass es viele Hundebesitzer gibt, die eigentlich nicht in aller Lagen Bezugsperson sind. Die Bezugsquelle für was tue ich mit dieser Situation. Ja, sondern die Hunde agieren dann und darauf wird sehr oft durch den Menschen reagiert. Ja, zum Teil wird das Verhalten als ein störendes Verhalten gesehen und unterdrückt. Und was wir bei Thorsten hören ist, wir verstehen, was das Problem von der eigenen Hund sein könnte, aber wir verstehen auch, was das Problem von der Hund sein könnte, die uns entgegenkommt.
Ja, und wenn unsere Hunde mitkriegen, dass wir diese Hund, die uns entgegenkommt, gut gelesen haben, gut eingeschätzt haben und adäquat sind in das Vermeiden von Konflikten, ja, und nicht immer Kampfansagen machen oder was auch immer, nicht unserem Hund gegenüber und nicht der anderen Hund gegenüber, dann wäre das so ein Beispiel von kluger Entscheidung. Aus Hundesicht wäre es eine kluge Entscheidung, wenn sich Besuch meldet, dass man eine Tür aufmacht und sagt, ihr kommt nicht rein und die Tür wieder direkt zuschlägt. Ja, das finden Hunde vernünftig. Das ist eine vernünftige Entscheidung. Aber es ist nicht vernünftig für die Entwicklung von dem Hund, weil das führt dazu, dass er nicht eine bestimmte Toleranz aufbaut. Und das bedeutet, dass man eigentlich als Grundlage braucht, dass der Mensch durch den Hund gesehen wird als der mehr agierende Part. Ja, und dadurch kann er diesen Mensch sehen, vor sich sehen, bildlich, ja, und das setzt voraus tatsächlich, dass diese Situation so ist, dass der Hund in einen Beobachtungsmodus kommen kann, quasi das, was wir gesagt haben, in der Autobox, aber auch, dass er eigentlich gerne sich an uns orientiert. Wir müssen also nicht an die Leinenführigkeit arbeiten im Sinne, dass wir gucken, du Hund musst zurückbleiben. Nee, wir müssen so uns benehmen, dass der Hund uns hier mental folgen kann. Und wenn er uns mental folgt, dann wird das eigentlich seine innere Haltung sein. Und weil er uns besser folgen kann, nachvollziehen kann, wenn er sich optisch auch an uns orientiert, weil wir ihm nicht pausenlos voll labern, ja, dann führt das dazu, dass er uns folgen wird, auch körperlich. Ja, und das ist eigentlich die Voraussetzung, die es braucht in diesem Sinne. Und dann kann er tatsächlich beobachten, dass wir in der Regel viel Lebenserfahrung haben, dass wir Weisheit haben. Und dass wir nicht dumm und mutig sind, weil Hunde mutig meistens tatsächlich genauso interpretieren wie dumm. Und mutig führt dazu, dass diese mutigen Menschenhunde viel zu oft in problematische Situationen bringen. Das findet der Hund unvernünftig. Und das heißt, wir wollen Lebensgefährte von Hund sein und nicht durch ihn gesehen werden als lebensgefährlich. Genau. Du hast das Pöbeln angesprochen, ein wichtiger Punkt, weil Pöbeln ist eigentlich nichts anderes, als zu versuchen, Konflikte zu vermeiden. Das heißt, zeigt der Hund dann schon Aggression, dann dient das in der Regel nicht zur Beschädigung, nur im Notfall, sondern der Hund möchte durch diese Aggression Schlimmeres vermeiden. Er hat aber kein besseres Muster. Und um dieses bessere Muster zu erlangen, muss ich Vorbild sein, muss ich ihn führen können, um zu zeigen, was wären denn jetzt geeignete Muster. Ja, das wäre klug. Auch aus Sicht des Hundes wäre das klug, weil er kriegt dann auch keinen Konflikt. Sehr schön. Okay, da hätte ich gleich eine Anschlussfrage zu. Und zwar wurde hier gefragt, kann es sein, dass mein Hund aus dem Auto heraus alles verbellt um uns herum, weil er denkt, dass ich nicht fähig dazu bin? Und was mache ich, wenn mein Hund denn im Auto sozusagen Außenreize verbellt während der Fahrt oder auch wenn wir dann stehen? Also wie kann ich da sozusagen meinem Hund Sicherheit bieten, weil ich kann ja während der Fahrt nicht aussteigen, um zu beweisen, dass ich die Situation unter Kontrolle habe. Also, wie gehe ich damit um? Also erstmal muss man sagen, dass das gerade im Auto vermehrt sein kann. Und würde man das Auto aufmachen, während andere Hunde vorbeikommen, dann kann es sein, dass der Hund denkt, jetzt traue ich mich nicht mehr. Das bedeutet, mit einem Zwischenwand dazwischen kann der Hund sich so sicher fühlen, dass er denkt, so, jetzt könnte ich endgültig mal an meinem Problem arbeiten, weil jetzt kann mir eigentlich nichts passieren. Und das bedeutet, er versucht eine Strategie zu erproben und die geht immer mit Erfolg einher im Auto, weil ich bell als Hund im Auto und da kommt jemand mit einem Hund vorbei spaziert und die geht auch, also hat geholfen. Ja? Und das bedeutet, dass das dann ein Prozess ist, die quasi so sein eigenes Leben führt. Und ich rate Menschen auch da klar zu machen, bei so einem Hund würde ich sagen, ich würde das Auto volllegen mit Leckereien. Und wehe, mein Hund kommt im Auto. Ich würde den Hund klar machen, das ist mein Auto und du steigst nicht ein. Ja? Der erste wesentliche Punkt ist auch da, nämlich, dass diese Fragestellerin, Fragesteller recht haben kann, dass Hunde auch Teamarbeit durchführen. Wenn der Mensch am Lenkrad ist und sich voll nach vorne konzentriert, kann es sein, dass der Hund denkt, okay, du bist da beschäftigt. Dann sich richtet der Rückenseite von uns quasi, ja. Der Rest, was du nicht im Bilde haben kannst, kann also auch Teamarbeit sein, ja. Aber der wesentliche Punkt ist, dass man quasi als Mensch klar machen muss, es ist mein Auto
Und das bedeutet, dass man das erstmal klar haben muss. Und das ist auch ein Punkt, wo man sagen kann, somit ein Symptom, die zu tun hat mit dieser Sicherheit. Ja? Und es kann sein, dass der Hund außerhalb vom Auto nicht so vorgeht, weil er da zu unsicher ist. Und dann haben wir genau das, was du gesagt hast, Sarah, dass Hunde, die dann quasi unauffällig sind, ja, ein viel größeres Problem haben können und deswegen kein Muck sagen, weil die haben jetzt keine schlagfertige Antwort auf diese Problemsituation. Und diese Antwort traut so ein Hund sich gerade dann, wenn der Hund extra geschützt im Auto ist. Genau, aber da gibt es auch noch andere Faktoren möglicherweise, unterschiedlich bei Hunden, die das Ganze verstärken können. Nämlich, wenn ein Hund im Auto Sicht nach draußen hat, dann bedeutet das, in kürzester Zeit kommen viele Reize, also viele neue Eindrücke. Und man erlebt zum Beispiel vorwiegend auch bei Hütehunden da eine Überforderung. Muss nicht nur bei Hütehunden sein, aber da sehe ich das oft. Überforderung, das heißt, der Stresspegel, der steigt schon. Und wenn der Stresspegel ziemlich hoch ist, dann wird die Grenze zur Aggression auch geringer. Also das kommt schneller. Und ich habe gute Erfahrungen damit, wenn man Hund im Auto so unterbringt, dass er dann nicht rausgucken kann, weil er könnte im Auto viel mehr nach unten kommen, viel mehr entspannen. Und das an sich könnte schon eine gute Voraussetzung sein, um das Thema, was da ist, auch zu reduzieren, beziehungsweise dann auch nach und nach zu lösen. Ja, aber es geht immer einher mit Dingen, die Jan auch sagt. Und wie wir schon auch gesagt haben, ja, genau, nämlich Abschalttraining mit dem Hund im Autobox, wo der Hund registriert, dass wir die Außenwelt managen. Und der Hund soll im Auto Erfahrungen sammeln mit Umweltreizen und auch mit entsprechend entspanntem Zustand. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Genau. Wichtig finde ich, dass Menschen wiederum verstehen, das ist eine situative Frage, die für mich in meinem Kopf hervorruft, okay, was ist jetzt das Problem? Ist das eine Angstsituation, weil der Hund negative Erfahrungen gesammelt hat? In eine ähnliche Situation ist es so, dass der Hund jetzt etwas mutiger ist, weil er endlich jetzt in einer gesicherten Umgebung anfangen kann, an seinem Problem zu arbeiten. Das Letzte, also die letzte beide machen klar, es gibt ein Problem. Und das Problem manifestiert sich da und in verschiedenen anderen Situationen aus menschlicher Sicht überhaupt nicht, weil dann haben wir Menschen kein Problem. Aber es kann dann trotzdem sein, dass der Hund in einer Situation, wo er kein Problem macht, noch viel größere Probleme hat. Ja? Und da muss man genau die Finger hinterkriegen, weil sonst dann wird man da nur Symptombekämpfung durchführen. Und das bedeutet tatsächlich, dass man wirklich gucken muss, was ist die Ursache, was ist das Problem von diesem Hund, um dafür zu sorgen, dass man eigentlich auch da adäquat desensibilisiert und gleichzeitig klar macht, wie handlungsfähig wir Menschen sind, weil Hunde eigentlich wie Kinder Menschen nicht beurteilen nach das, was sie sagen, sondern nach das, was sie tun. Nach das, was sie tun. Punkt. Oh. Sarah, du bist stumm? Ja. Aha, ja. Da habe ich beim Wasser nachschenken in weiser Voraussicht den Ton ausgemacht und dann in nicht so weiser Voraussicht nicht wieder angemacht. Okay, und zwar hatten wir noch eine Nachfrage zum Abschalttraining. Und zwar, muss ich beim Abschalttraining für den Hund deutlich ersichtlich für Sicherheit sorgen durch permanente Überwachung der Umgebung oder ist es besser, zum Beispiel die Zeitung zu lesen? Dazwischen, ne? Genau, dazwischen. Ich finde, man sollte vorbeugen, dass man da so sitzt und denkt, oh, mal gucken, was da auf uns zukommt. Gibt es da eine Gefahr und da eine Gefahr? Weil das wäre der falsche Message, dann macht man den Hund Paranoia. Man sollte nämlich gelassen in die Umgebung gucken, quasi so, also zurückgelehnt. Und man darf ruhig entspannt überall rumgucken, so. Aber das muss mehr ein entspannter Charakter haben und man darf auch ruhig sich mal mit anderen Sachen beschäftigen. Es muss ein Wechsel sein. Ja? Und der Hund muss bemerken, dass du gelassen mit der Umgebung beschäftigt bist und nicht angespannt. Und das ist ein vielgemachter Fehler, wenn Menschen denken, ich muss Gefahren vermeiden. Dann fangen die an zu gucken, könnte das eine Gefahr für meinen Hund sein? Ja, das könnte eine Gefahr für meinen Hund sein. Und dann baut man da schon eine Spannung auf. Ja? Und das muss man eigentlich vermeiden. Also es geht viel um
entspannte Meditation. Damit ist die Frage eigentlich beantwortet, oder? Ja, man kann aber noch viel mehr dazu sagen. Ja, ich weiß. Ja. Aber so wie sie gestellt war, ist sie eigentlich beantwortet. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Ja, jetzt seid ihr zu schnell für mich. Ich hatte nämlich gerade noch geguckt. Ich glaube, dass wir noch ein, zwei Nachfragen zum Abschalttraining hatten. Ich dachte, vielleicht reichen dann die übrig gebliebenen 3 Minuten, um das jetzt zu beantworten. Aber das finde ich jetzt gerade nicht. Na gut, dann würde ich sagen, halten wir an dem Punkt die Uhr an und vielleicht schaffen wir dann einfach eine Frage mehr. Genau. Dann eigentlich war es auch eine wunderschöne Überleitung, weil ihr gerade gesagt habt, es ist wichtig, dass man selber als Mensch Gelassenheit vorlebt, um seinem Hund Sicherheit zu bieten. Und da war jetzt die Frage, was ist aber, wenn ich als Mensch gestresst bin durch Vorerfahrungen, zum Beispiel in Hundebegegnungen, mein Hund hat aggressiv reagiert, ich habe das total verinnerlicht, ich bin jetzt schon angespannt. Und in Trainingssituationen, wo alles geregelt ist, wo ich weiß, da werden jetzt alle Rücksicht nehmen und das ist okay und ich kann hier üben und das ist ein sicheres Umfeld, kriegen wir das alles mittlerweile gut hin. Aber was mache ich jetzt, um den Transfer in den Alltag zu schaffen? Da bin ich einfach noch gar nicht entspannt, da bin ich immer noch angespannt und das verstärkt natürlich wieder das Verhalten meines Hundes. Also kennt ihr Strategien, wie ich als Mensch sozusagen mehr Sicherheit und Entspannung gewinnen kann, die meinem Hund dann natürlich auch wieder hilft? Also eine Sache möchte ich vornherein schon mal sagen. Man sollte dann andere Situationen gestalten, wie das eine Trainingssituation. Das heißt, man muss es sich eigentlich leichter machen, nicht zu schwierige Situationen gestalten. Ich muss noch als Mensch in der Lage sein, mich in diese Situation wohlzufühlen. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann ist irgendwas zu viel. Ja, bedeutet, ich kann zwar vielleicht dann in der Beratung, in der Hundeschule bestimmte Dinge mehr leisten, weil die Rahmenbedingungen stimmen, aber das heißt nicht, dass ich das sofort eins zu eins transferieren kann in die Umwelt. Ich fange da genauso an, wie ich mir das leisten kann. Ja, also wo ich noch ein gutes Bauchgefühl habe, das tue ich noch, und wo nicht mehr, da gehe ich noch nicht ran. Das heißt, bevor ich das steigere, schaffe ich erstmal Situationen, wo ich für mich selber Erfolge habe, mich selber gut fühle noch. Und wenn ich das öfter habe, dann kommt auch da nach und nach mehr der Transfer. Und mir geht es da genau wie dem Hund. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte früher, ja, man kennt es noch, meine Anfänge, meine wilde Rasselbande, ja, also wilde Terrierbande. Und ich hatte viele Probleme und mir ging es genauso. Wenn ich eine Begegnung hatte, bin ich aus im Stress da rausgegangen, weil ich habe es ja wie oft erlebt, dass mich andere angebellt haben, dass meine Hunde aggressiv waren. Und bevor ich das schon mal lösen konnte, habe ich viel einfachere Situationen angefangen. Um erstmal wieder das Vertrauen zu kriegen, ich könnte das schaffen und meine Hunde auch. Ja, also man darf da nicht zu dick drauflegen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Genau. Oft, wenn mit dem Mensch etwas passiert ist, ja, quasi so leicht doch traumatisiert. Und dadurch kommen Traumerfahrungen, auch wenn man rationell weiß, ich brauche das nicht mehr, ja, das kann man nicht unbedingt steuern. Immer. Und das muss man verstehen. Ja. Man muss genau, was Don sagt, auf sein eigenes Gefühl achten. Ich gehe sehr oft so vor, dass in Situationen, die Ähnlichkeiten zeigen mit der Traumasituation, die Person ohne eigenen Hund, dass wir diese Person reinbringen und diese Person das ohne eigenen Hund, weil das ist ja miteinander auch verknüpft und gekoppelt, diese Erfahrung machen kann mit jemand daneben, die tatsächlich auch das Vertrauen von der Person genießt. Ja? Weil es fehlt an Selbstvertrauen in die Situation. Und Selbstvertrauen kann man nur aufbauen, wenn man einen Partner daneben hat, dem man vertrauen kann. Und dieser Partner sollte einem ständig mehr auch loslassen im Sinne von Distanz graduell aufbauen. Und loslassen bedeutet dann tatsächlich auch, dass die Person das bewusst erfährt und auch bewusst registriert. Ich spüre jetzt, dass mein Herzfrequenz etwas höher geht, aber es ist noch tragbar. Und somit kann diese Person selber lernen, diese Stresssituationen auch besser zu dosieren für sich selber, genau was Thorsten gesagt hat. Dann kommt die nächste Phase, dass ich den Hund führe in die Situation und die Person dabei ist. Und somit haben wir
eine Sache, wo erstmal Entlastung da ist, trotzdem die beide da sind und möglicherweise auch wieder das Gefühl etwas hochgeht und die Person mir immer sagen kann, ich möchte jetzt wieder mehr Distanz kreieren. Und dann tun wir das auch, weil ich möchte, dass Ratio dabei bleibt. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass bei einer traumatisierten Person Wissensvermittlung absolut wichtig ist auch, weil Wissen steuert gegen die Angst, ja. Und dann kommt noch dazu Erfahrung sammeln. Und das ist ein gradueller Prozess. Und wenn man das überdosiert, macht man einen Absturz und wird es schlechter und schwieriger. Und deswegen sollte das graduell und vernünftig aufgebaut sein. Und das verlangt empathische, einfühlsame Fachkollegen. Ich würde noch ein Beispiel geben von diesem Übergang, von dem Jan auch spricht, etwas anderen Form noch. Ich stelle mir vor, der Hund ist durch mich mit einer Leine gesichert, aber der Hundebesitzer selbst hat auch eine Leine in der Hand, Doppelt, also der ja. eigene Sozialpartner. Das heißt, ich kann noch eingreifen und da gehe ich auch in Alltagssituationen, wo dieses Problem auch auftritt. Und wenn ich bemerke, das läuft ganz gut, dann kann es sein, dass mir die Doppelleine sogar ausklinken. Das kann 2, 3 Termine dauern, möglicherweise auch. Aber so bekommt die Person auch Sicherheit und merkt plötzlich, ich kann das auch noch lösen mit meinem Hund. Ja, also das wäre ein anderes Beispiel, die Arbeit mit der Doppelleine. Aber dann nicht in der Beratungssituation in der Hundeschule, sondern es muss irgendwann nach draußen. Ja, unter Alltagsbedingungen, weil da muss es den Menschen natürlich auch lernen. Handlungsfähigkeit stimulieren. Punkt. Ja, super. Ich glaube, dabei würde ich es jetzt ganz gern erstmal belassen zum Thema Sicherheit bieten, weil wir schon ganz viele Online-Veranstaltungen zu diesem Thema hatten. Also sowohl zu Hundebegegnungen waren noch ganz viele Fragen, da haben wir schon eine Themenserie zu gemacht, als auch zum Thema Sicherheit bieten an sich. Das heißt nicht, dass wir bei einem zukünftigen Freischnauzerabend nicht noch mehr sozusagen darauf eingehen können, aber damit es für diejenigen, die schon ganz viele Vorträge gesehen haben, nicht langweilig wird, weil wir dann immer wieder um dieses Thema Sicherheit geben und Hundebegegnungen kreisen sozusagen, würde ich ganz gern noch weiter zu den anderen Themen gehen. Eine Nachfrage zum Abschalten würde ich jetzt noch zulassen sozusagen, weil wir da ja gerade mal 3 Minuten übrig hatten und ich denke, das könnt ihr wahrscheinlich in 30 Sekunden beantworten. Nämlich, wie ist das beim Abschalttraining? Sollte ich da ständig den Ort wechseln, also einen Tag am Tierpark abschalten, ja, anschalten wäre nicht so gut, abschalten und am nächsten Tag irgendwie auf dem Rastplatz und am übernächsten Tag auf dem Supermarktparkplatz oder sollte ich längere Zeit an einem Ort abschalten? Das hängt etwas von dem Hund ab, muss ich sagen. Also, wenn es echt ein Hund ist, die Reizverarbeitungsprobleme hat, dann würde ich so anfangen, dass ich auf ein und der gleichen Stelle regelmäßig Abschalttraining mache, bis ich bemerke, dass das für den Hund gewohnt wird. Weil es geht darum, dass wenn es zu viel unbekannte Faktoren gibt, dann wird es schwieriger. Und wenn ich dann deswegen bei diesem Hund immer auf der gleichen Stelle erst anfange abzuschalten, dann wird die Situation bekannt. Und bekannt ist weniger unbeliebt und das führt dazu, dass der Hund schneller zur Ruhe kommen kann. Und erst dann, wenn ich bemerke, dass der Hund denkt, ach, kriegen wir das wieder. Okay, das wird eine Weile dauern und sich automatisch schon hinlegt, dann würde ich Ort und Stelle wechseln. Bei einem anderen Hund wäre diese Vorgehensweise übertrieben, weil das überhaupt nicht notwendig ist. Ja. Ja, danke schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum nächsten Themenkomplex über, und zwar das Thema Beschäftigung. So, also vielleicht etwas vorweg für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal heute dabei sind oder von Natural Dogmanship noch gar nicht so viel gehört haben. Oftmals ist ja hier von Futterbeuteln und Ersatzjagd die Rede. Das heißt, eine Ersatzjagd meint, dass eben eine echte Jagd sozusagen imitiert wird, darüber, dass das Futter des Hundes im Futterbeutel sozusagen versteckt wird, geworfen wird, an eine Hetzangel geknüpft wird und so weiter. Also eine Ersatzjagd meint eben diese Nachstellung sozusagen mit Hilfe von Futterbeuteln.
Und da hätten wir auch eine konkrete Frage zu. Und zwar heißt es hier, die Hündin nimmt den Futterbeutel trotz verschiedener Vorgehensweisen beim Apportieren nach 4 Monaten immer noch nicht auf. Bisher wurde der Beutel schon mit einem Schnürchen geknüpft, dass der Beutel sich also bewegen konnte, um interessanter zu werden. Das wurde auf eingezäuntem Gebiet gemacht, damit der Hund sich sicher fühlt. Der Hund wurde sozusagen allein zum Jagen geschickt oder aber gemeinsam mit dem Menschen wurde gesucht. Also ganz verschiedene Vorgehensweisen. Und seit 4 Monaten nimmt der Hund den Beutel aber nicht auf, sondern zeigt ihn nur an. Und seit ein paar Tagen führt die Hündin aber nur noch Tänzchen auf und will gar nicht mehr jagen. Die Frage ist, stülpe ich ihr etwas auf? Verlange ich etwas von meiner Hündin, das sie gar nicht möchte? Was soll ich tun? Naja, das kann ein super. Die Uhr? Oh, ja. Oh, schade, streng. ja, das kann eine super Form von Selbstreflexion sein, die in der Frage verfasst ist auch. Wenn wir es dem Hund zu viel aufdrängen, dann ist es so, dass er eine Abneigung dagegen kriegen kann. Wenn wir als Mensch quasi in unserem Handeln, auch wenn wir es nicht meinen, der Hund eigentlich für den Hund manifestieren, dass wir es wichtig finden, dass er es tut, dann kann das ein Sozialspiel sein, wo der Hund eine Priorität bei diesem Sozialspiel legt und deswegen sagt, du kannst lange warten, ich tue es nicht, ich weiß, was du möchtest, aber ich tue nicht immer, was du möchtest. Und dann kann es tatsächlich so ein Effekt sein, dass der Hund sagt, ich lasse mich das nicht erzwingen, ich möchte keinen Zwang darauf. Auch wenn das so eine Sache ist, wo der Mensch sagt, eigentlich sagt, bitte mach doch. Ja, und kein Zwang gemeint hat. Es geht in die Kommunikation nicht immer darum, wie man es gemeint hat, sondern wie es bei der anderen ankommt in diesem Sinne. Und das ist ein wesentlicher Punkt bei dieser Sache. Und zudem sollte ich immer dabei sagen, man sollte eben mal gucken, ob da alles in Ordnung ist, ob es keine Schmerzprobleme gibt, die da dann auch eine Ursache sein könnte möglicherweise. So. Es ist auch noch eigentlich... Wäre wichtig zu wissen, nimmt der Hund andere Gegenstände auf? Ja, und also ist er überhaupt gewohnt, diesen Futterbeutel aufzunehmen? Oder ist er gewohnt, andere Gegenstände aufzunehmen? Kann man das manchmal beobachten? Also, es muss nicht immer ein gesundheitliches Problem sein, aber es kann auch so eine Art Gewohnheit sein. Das wäre wichtig. Aber wenn man mal alles abcheckt, also. Das Maul ist gesund, es ist kein Zahn, der wehtut oder so. Wenn man davon ausgehen, es ist alles gesund, dann würde ich sagen, man tut das anders mit dieser Hündin. Also das habe ich auch schon oft erlebt. Das kann man allgemein sagen, sondern man jagt selber. Also eine Sache, die dann gut wäre, wir nennen das Obdachlosenspiel. Beutel sind verteilt, ruhig mehrere, 5, 6, 7 Stück. Und Aufgabe ist, Zielstellung ist, mehr Beutel einzusammeln als der Hund. Das heißt, jetzt sammelt der Hund zwar noch nicht, aber jetzt ist man selber aktiv, man zeigt selber Vorbildverhalten. Und daran kann sich der Hund orientieren. Und die Tatsache, dass ich meinem Hund dann nicht sage, mach mit, ermöglicht es dem Hund, selber nachzudenken, ob er mitmacht oder nicht. Und meine Erfahrung ist, das kann auch manchmal Wochen dauern, habe ich auch schon Monate erlebt, in seltenen Fällen. Aber meine Erfahrung ist, dass Hunde dann einsteigen, weil die möchten sich gerne sozial mit arrangieren und die möchten auch gerne jagen, das Bedürfnis ist da. Jetzt weiß ich nicht, was es für ein Hund ist, wäre auch noch interessant zu wissen, aber die meisten Hunde würden begeistert eigentlich auch Essen suchen und Essen auch irgendwo hintragen. Und das kann da viel mehr stimuliert sein, weil ich jetzt nicht ständig sage, mach doch bitte mit. Ja. Und der Hund kann dann eine Wahl treffen und dann wird es freiwillig. Ja, das ist ein wichtiger Fakt. Ein kleiner Test kann man durchführen. Man nimmt so einen kleinen Lappen Pansen und legt das irgendwo hin und man macht dann klar, dass er nicht drankommen darf. Und dann verlässt man den Raum. Und wenn man hört, er bewegt sich quasi hinter der Tür Richtung diese Pansenlappen und man vermutet, er könnte ihm jetzt im Maul haben, dann kommt man rein und wenn man dann sieht, dass er den Pansen wegträgt, dann ist Apportieren als solches jedenfalls nicht das Thema. Dann kann dieser Beutel eigentlich thematisiert sein. Mhm. Und ich sag mal, bei den meisten Hunden bemerke ich, dass Menschen sagen, mein Hund apportiert nicht. Dann hat es damit zu tun, sehr oft genau diese Thematik, dass wir Menschen es zu gerne wollen. Und dass Hunde gewohnt sind, dass wir immer etwas wollen. Und dass die dann zumachen und sagen, nee, dann tue ich es nicht.
Genau, auch selbst wenn ich dann höflichst drum bitte und animiere und ganz freundlich das tue. Mein Hund weiß, wenn ich da so viel Energie reinstecke, ihn zu überzeugen, dann muss er es tun. Also es wird eher zum Druck, auch wenn ich da freundlich bleibe. Und es wird eine Belastung. Und das vermute ich, ja, und ich habe das auch schon häufig erlebt so. Genau deswegen ist diese Aktivität Schatzsuche, ja, das wird schneller verstanden als obdachlos ist. Schatzsuche quasi ist dann ein Spiel, wo Kinder auch eigentlich gerne drauf einsteigen. Und ich bin deftigst am Suchen, ich schnupper sogar als Mensch und ich budel im Boden oder in einem Blätterhaufen und ich gucke in die Äste von Bäumen und was auch immer. Und das animiert eigentlich den Hund viel mehr, als wenn ich ihm sage, hier, das kannst du jetzt tun. Wie gut gemeint auch. Ja. Okay, an diese Frage anschließend würde ich mal zwei Fragen kombinieren. Ich glaube, das ist für euch in 5 Minuten gut zu beantworten. Die erste Frage hat jetzt schon etwas darauf hingewirkt, sozusagen. Wenn mein Hund den Beutel nicht nimmt, kann das sein, dass der auf die Beschäftigung gar keine Lust hat. Soll ich dann vielleicht was anderes machen? Jetzt hatten wir da zwei Fragen auch zu. Die eine lautete auch, mein Hund nimmt den Beutel nicht auf. Ist dann vielleicht, zeigt ihn aber an, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann vielleicht Ziel-Objekt-Suche für meinen Hund geeignet oder das Richtige? Und die andere Frage war, mein Hund hat an dem Futterbeutel und an dem Futter kein Interesse, ist aber ständig mit der Nase beschäftigt und am Suchen. Wäre Mantrailing dann vielleicht die richtige Wahl der Beschäftigung? Okay, ich fange jetzt an mit Frage 1 und wenn ich da 5 Minuten für brauche, dann möchte ich für die andere Frage auch noch 5 Minuten haben. Weil wir hatten erstmal den Fall von der Hund, die tatsächlich schnuppert, nicht aufnimmt und ob der Hund geeignet sein würde für die Objektsuche. Ich sag mal, ja, die Nase von jeder Hund ist in der Regel besser als die von uns Menschen und man sollte tatsächlich auch mit dieser Nase etwas tun, finde ich persönlich. Und ich finde es auch nicht eine Pflicht, dass ein Hund einen Beutel aufnehmen muss. Anzeigen ist als solches auch schon eine Sache, meistens gesteuert, dass der Hund anzeigt, weil er nicht so sicher ist. Er möchte keiner profitieren mit dieser Beute im Maul, weil das könnte bei anderen Reaktionen hervorrufen. Er möchte irgendwie keinen Konflikt haben und deswegen zeigt er das an und dann kann Frauchen oder Herrchen das nehmen. Ja, das ist quasi ein Hund, den man sehr wohl mit der Nase beschäftigen kann. Ich möchte allerdings hinzufügen, auch wenn das Essen nicht so wichtig ist für den Hund, ist das Essen suchen wichtig. Und das bedeutet, dass man nicht irgendwelche x-beliebige Objekte suchen lassen sollte, sondern dass man auf Sinngebung, auf Hundeperspektive achten sollte dabei, weil sonst wird die Sache schlechter. Ja, es gibt zu viele Hunde, die quasi Beschäftigungstherapie durchleiden müssen, ja, wo die dann Objekte suchen und die auch gefunden haben, angezeigt haben und dann passiert nichts damit. Und da fehlt dann quasi des Pudels Kern. Oder der Hund versteht nicht, wo der Hund begraben liegt. Ja? Und das bedeutet tatsächlich, dass man immer einen Kontext kreieren muss, wo für den Hund aus seiner Perspektive, nicht unsere menschliche Perspektive, aus seiner Perspektive an dieser Suche auch ein Sinn dran hängt. Auch wenn der Hund nicht ein guter Esser ist, ja, ist es trotzdem intrinsisch motiviert, Essen zu suchen. Und da kommt dann natürlich die Ernährung. Wie ernährt man den Hund? Ist ein wesentlicher Punkt diesbezüglich. Thorsten. Aber Essen ist immer wichtig, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Viele Menschen denken, wenn mein Hund nicht so gerne frisst, wie das Durchschnittslabrador tut, dann ist er am Essen vielleicht nicht so interessiert. Das stimmt aber nicht, weil ich sage mal, jeder Hund, der lebt, der findet Essen wichtig. Ja, und davon kann man schon mal ausgehen, weil sonst wäre er gestorben. Ja, und das muss man so klar sagen. Aber dass die Emotion nicht bei jedem gleich ist, täuscht oft darüber hinweg, dass es trotzdem für den Hund wichtig ist, Essen zu suchen. Ja, und der Hund, der dann vielleicht rumschnüffelt, der eine, bei dem einen könnte es so sein, dass er sagt, ich möchte doch lieber etwas Wichtigeres jagen. Das könnten Mäuse, Ratten, Hasen, Rehe sein. Also das könnte ein Hinweis sein, aber bei vielen Hunden ist es eher der Hinweis, ich fühle mich nicht sicher, diesen Beutel zu nehmen. Ja, und da haben wir wieder andere Aspekte, die wir auch schon beantwortet haben, die dabei wichtig sind.
Also irgendwie kriegen wir so einen roten Faden durch die Fragen auch, was für Dinge noch wichtig sind. Also für diese Frage sind alle Fragen schon auch wichtig, die wir schon beantwortet haben. Ja, also man muss gucken, ist die Sicherheit gewährleistet? Und der Hund muss nicht abortieren, auch lebenslang nicht unbedingt. Ich kenne Hunde, die tun das nicht. Die sagen, das überlasse ich dir besser, aber die zeigen die Beute an, das ist Teamwork. Ja. Ja, das ist eine super Sache. Also es hängt nicht am Apportieren, kann man da schon mal sagen. Sondern es hängt an einer gemeinsamen Aktivität, auf ein gemeinsames Ziel, was auch wirklich viel wert ist. Ja. Und ich wollte trotzdem nochmal zurückkommen auf, wie füttert man den Hund? Weil wenn ich den Hund eigentlich aus dem Napf füttere, dann ist es eigentlich auch nicht mehr so ernst zu nehmen für den Hund, diese Ersatzjagd quasi. Und das bedeutet tatsächlich, dass wenn ich Selbstwertgefühl bei dem Hund steigern möchte, sichtlich bei einem Hund, der möglicherweise unsicher ist, wäre es wichtig, dass der Hund bemerkt, das ist meine Mahlzeit, die wir jetzt suchen. Und zwar die gesamte Mahlzeit. Es ist auch kein Leckerli-Beutel, wo, wenn ich dann den Beutel apportiert habe, aus diesem Beutel ein Leckerli bekomme. Sondern es ist echt eine simulierte Jagd, wo ich am Ende von der Jagd, wenn ich erfolgreich gejagt habe, ein fettgefülltes Hundeportemonnaie habe, ja, und die komplett leer fressen darf. Auf einen Schlag alles am Ende der Jagd. Ja. Und meine Erfahrung hat gelernt, wie ich mit der Nahrung von dem Hund umgehe, ist dabei wichtig. Ich kenne viele Hunde, die tatsächlich zu viel Mahlzeiten pro Tag kriegen und dadurch niemand zufrieden ist. Ja. Siehst du, wir haben 5 Minuten nicht geschafft bei dieser eine Frage. Ja. Das kannst du noch zu Ende sprechen, würde ich sagen. Hunde, die zu oft Essen kriegen, das kann in zwei Richtungen gehen. Ein Hund sieht das als Entwertung vom Essen und das ist eigentlich Füttern aus dem Napf. Ist eigentlich viele Dimensionen, die beim Essen gehören, die fallen da weg. Und das macht das Essen uninteressant. Und wenn ich es selber erarbeiten kann, gemeinsam mit meinem Sozialpartner Mensch, dann bekommt das mehr Stellenwert. Und wenn das quasi so etwas ist von, das ist echt und das ist meine Mahlzeit, dann ist meine Erfahrung, dass Hunde so peu à peu auch ständig besser essen. Und dass sie sogar mehr brauchen, mehr Essen brauchen. Und dass die Verdauung optimalisiert wird. Ja. Zum Beispiel hatte ich letzte Woche noch jemand, der mit Weltmeier ist, hat auch einen erwachsenen Hund und sie hat gesagt, sie hätte nie geglaubt, dass ihr Hund mal begeistert frisst. Ja, und das hat sich erst geändert mit der Ersatzjagd, also mit etwas tun dürfen für das Essen. Und das ist wesentlich wichtig. Okay, prima. Dann eine letzte Frage zum Thema Beschäftigung. Und zwar, wie kann man einem Herdenschutz oder wie kann man einen Herdenschutzhund artgerecht beschäftigen, ohne dass man ein großes Grundstück hat, das er bewachen kann? Schöne Frage. Kommt direkt im Kopf, dass sehr oft bei Herdenschutzhunden gedacht wird, dass das deren Bedürfnis ist, zu bewachen. Das ist ein Trugschluss. Das Bedürfnis bei der Herdenschutzhund ist, die sind ja eigentlich, die haben immer Angst um deren Ressourcen quasi, und die haben die Bedürfnis, dass alles, was denen gehört, in Sicherheit ist. Das ist die Bedürfnis. Es ist nicht die Bedürfnis, das alles bewachen zu müssen, ja, sondern die Bedürfnis ist, dass alles in Sicherheit ist, ja. Und viele Herdenschutzhunde sehen unsere Unfähigkeiten in diese Richtung. Und dann ist es so, dass die denken, okay, ich tue das dann, weil ich habe ja die Fähigkeiten sehr wohl, dann auch auftreten zu können, dann tue ich das. Und das bedeutet, dass das dann der Mensch die Idee gibt, dass das ein Bedürfnis von Hund ist. Der Hofewart, Beispiel, kein echter Herdenschutzhund, aber der Begriff macht schon klar, dass Menschen glauben, er hat als Grundbedürfnis auf den Hof aufpassen zu dürfen. Das ist ein nervender Job, das ist nicht lustig für den Hofewart. Viel lustiger ist, wenn er weiß, dass alles sicher ist auf dem Hof und dass er pennen kann. Das ist eigentlich viel mehr dann de grundlegende Bedürfnis. Und das bedeutet, auch bei Herdenschutzhunden ist meine Erfahrung, die sind minimalistischer, wenn es geht um die Jagd, kann man sagen. Für den Herdenschutzhund ist es nicht immer normal, jeden Tag zu essen. Ja, da muss der Herdenschutzhund sich sehr oft anpassen an das Zusammenleben mit Menschen, weil wir Menschen es wichtig finden, dass er jeden Tag zu essen bekommt. Ja, obwohl er denkt, bist du senil? Ich habe doch gestern schon gegessen, jetzt schon wieder. Ja?
Und das bedeutet, dass man, auch wenn es um die Jagd geht, mit der jetzt schon sehr wohl etwas anfangen kann, weil es sind verdammt gute Jäger, sehr effektiv, mit so wenig wie möglich Energie, so viel wie möglich erreichen. Und wenn so ein Herdenschutzhund in der Schafsherde rumläuft, ist das die optimale Position, um von da aus zu jagen, weil sein Körpergeruch wird überlagert durch den Geruch von den Schafen. Und die meisten Karnickel passen eben aus deren Perspektive nicht im Beuteschema vom Schaf. Und deswegen fühlen die Karnickel sich in der Nähe von Schafsherde eigentlich nicht direkt automatisch bedroht. Und das ist, wo der Herdenschutzhund einen riesen Vorteil hat, wenn er auf einmal dann diese Hase sieht. Er springt aus der Herde Schafen hervor, nimmt der Hase und das reicht ihm für 2, 3 Tage. Ja? Und was das angeht, sind das auch Beutegreifer noch immer. Ja? Und wir haben allerdings, was mir auffällt, ist das Territorialverhalten. Und das bedeutet, die Bedürfnis, dass alles sicher ist, ist bei diesen Hunden extremer als bei der Golden Retriever. Ja? Beispiel. Das ist. Genau. Und Fazit ist bei vielen Herdenschutzhunden, dass mir Menschen berichten, also irgendwie zusammenarbeiten möchten die nicht so gern, also zum Beispiel etwas suchen, etwas apportieren. Tut mein Hund nicht, aber es wird dann immer gesagt, ist ja auch kein Apportierhund. Ja, und das ist ein Trugschluss, finde ich, weil auch diese Hunde würden apportieren, wenn die den Kopf frei haben. Und das ist das, was der Jan sagt. Müssen die eigentlich viel mehr für Sicherheit sorgen? Dann haben die den Kopf nicht frei für die Jagd und die finden das auch sehr, sehr unvernünftig, wenn man das vorschlägt. Also Voraussetzung ist, dass ich für Sicherheit sorge, ich diesen Hund führe. Da wird man bemerken, dass auch in der Zusammenarbeit recht viel geht. Ja, aber da muss auch jemand sein, das ist schwieriger als beim Border Collie zum Beispiel oder beim Golden Retriever. Man muss echt da überzeugend sein und ansonsten hat man da keine Schnitte. So Also ist eine das. schwierige Angelegenheit Ja. im Vergleich mit anderen Rassen. Also bei diesem Hund ist es absolut wichtig, dass der Hund versteht, er wohnt in dein Haus und es ist nicht sein Haus. Ja? Das ist so ein wesentlicher Punkt. Ja? Der Hund sollte nicht das Gefühl haben, ich habe viel Besitz, weil das bedeutet für den Hund gleichzeitig viel Aufgabe. Ja? Das sind so ein paar Sachen, die wichtig sind bei der Herdenschutzhund. Aber ich habe Erfahrung genug mit Herdenschutzhunden, die sich entwickelt haben aus einer super Vorstellung, die inklusive Anschleichen und was auch immer. Und das habe ich auch bei Biologen vorgeführt, die gedacht haben, naja, die apportieren nicht, genau was Thorsten sagt, die sind nicht für die Jagd geeignet. Doch die jagen, weil sonst könnten die nicht überleben in die Bergen, wenn die da alleine gelassen mit die Schafsherde. Das ist notwendig, dass sie es können. Ja. Doch, wir sind ja früher. Ja. Ja, sehr gut. Wir haben nämlich auch noch viele Fragen. Und dann würden wir jetzt übergehen zur nächsten Kategorie, nämlich das Thema Welpen und Junghunde. Und ich lese mal die Frage einfach vor. Wir werden in ein paar Wochen unseren 9 Wochen alten Welpen mit nach Hause nehmen können, worauf wir uns schon sehr freuen. Wir haben 3 Maine Coon Katzen, die schon 14 Jahre alt sind. Wann sollten wir den Welpen mit den Katzen in Kontakt bringen und wie ist am besten vorzugehen? Wir hatten vorher schon 2 Hunde und mit dem ersten haben die Katzen schlechte Erfahrungen gemacht, aber erst als er mehrere Monate alt war. Daher sind wir in dieser Beziehung verunsichert. Ja, also vor allen Dingen würde ich den Hund viel beobachten lassen. Ne? Wir waren schon öfter heute mit der Beobachterrolle zugange. Also ich könnte mir vorstellen, der Welpe auf dem Schoß und er kann in aller Ruhe beobachten, was die Katzen tun. Der Welpe kann auch in der Box gewöhnen, der Welpe kann aus der Box beobachten, was die Katzen tun. Ja? Vor allen Dingen kann der Welpe auch beobachten, wie ich mit den Katzen umgehe. Bedeutet, ich nehme auch Kontakt zu den Katzen auf. Also die erste Zeit wird viel Beobachtung sein und viel Gewöhnung an den Zustand, dass die Katzen sich da bewegen. Das wäre für mich schon ein wichtiger Hinweis. Die Katzen dürfen sich bewegen. Sie können den Raum frei benutzen. Aber der Welpe ist erstmal noch sehr begrenzt. Ja, dass der Welpe eigentlich schon versteht, die haben mehr Rechte. Ja, weil in der Regel ist es so, wenn der Hund dann irgendwie ein Spielchen mit den Katzen machen möchte, ja, ein kleines Jagdspiel oder was auch immer, dann werden Katzen überfordert sein und der Hund zieht dann auch den Kürzeren, weil er kriegt auf die Nase.
Ja, dadurch kommen schlechte Erfahrungen ja bei Katzen, ne? Dass Hunde möglicherweise unkontrolliert dann bestimmte Handlungen durchführen. Das kann man schon vorbeugen, indem man erstmal viel beobachten lässt, sowohl wie ich mit den Katzen umgehe, wie auch den Hund beobachten lässt, was die Katzen tun. Für den muss das normal werden, dass sie rumlaufen und dass man mit denen eben nicht tobt. Ja, aber das ist der Anfang vom Ende, kann man sagen. Also dadurch gibt es Spannungen zwischen beiden Tierarten. Und oftmals eine Unverträglichkeit, die man dann nicht mehr auflösen kann. Ja, und das wäre erstmal der erste Anfang und erstmal noch gar keinen Kontakt, oder? Nee, ich würde auch das gerne nochmals umdrehen wollen, im Sinne von, dass ich mit so einem Welpe quasi aktiv bin, optimalerweise so, dass die Katzen zugucken können. Ja, und quasi auch mit Apportierspiel beschäftigt bin, wo die Katzen quasi dabei sind im Raum. Ja. Und das bedeutet, dass ich vor allem auch damit beschäftigt bin, dass der Hund mit mir mit jagdlichen Handlungen beschäftigt ist und vor allem, auch wenn es um solche Spielen geht, viel mehr mich auf dem Schirm hat, als diese Katzen, die Katzen auch, um die Problematik vorzubeugen, die wir gerade von Thorsten gehört haben. Wichtig ist, finde ich, dass Menschen vermeiden sollten, dass die Katzen deren Fluchttendenz weiter ausbauen in diesem Sinne. Die müssen Abstand nehmen können, sehr wohl, aber die sollten nicht weggehen können, weil die sollten auf Abstand erhöht oder was auch immer beobachten können, weil immer diese Fluchttendenz ermöglichen, dass die Katze weggeht, akzentuiert für den Hund genau diese Katze. Ja, und wir wollen diese Katzenreiz für den Hund quasi neutralisieren. Und das bedeutet, dass es wichtig ist, dass die so viel wie möglich in einem Raum sind, aber dass die Katzen sich zurückziehen können, ohne außer sich zu sein, ohne echt weg zu sein. Und dass man tatsächlich auch vorbeugt, dass andersrum quasi der Hund etwas passieren kann. Auch Katzen könnten sehr gravitzig reagieren, ja, wenn ein neuer Hund dazukommt. Und sicherlich beim Welpe ist der Gefahr größer. Und das kann ja nicht nur über die Nase gehen, sondern ins Auge. Und deswegen sollte man auch die Katzen regulieren, was bei Maine Coon Katzen übrigens sehr gut möglich ist, weil die kann man sehr gut erziehen, ist meine Erfahrung. Also ist dann auch wieder Regulation erforderlich, damit alle Beteiligten sich sicher fühlen können und nicht irgendwelche Abwehrhandlungen durchführen müssen. Ja, und 14 Jahre sind die Katzen, das könnte noch das ganze Hundeleben lang eine Rolle spielen, weil die können alt werden. Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Dann nächste Frage. Ab wann würdet ihr denn einen Welpen mit anderen Hunden zusammenbringen? Sofort, ne? Also, ja. Sobald er vom Züchter weg ist. Gut, ja. Frage beantwortet. Ja. Ja, ich würde natürlich da noch gerne etwas mehr zu sagen wollen, weil eben, ich finde tatsächlich, man wird ja, der Jugend dient dazu, dass man sich vorbereitet auf das echte Leben, was man haben wird, wenn man erwachsen ist. Und das bedeutet, man sollte nicht warten, bis der Hund erwachsen ist. Man sollte nicht warten, bis viel Zeit ins Land geht. Und eigentlich ist es in die Natur so, und daraus abgeleitet kommt die Antwort von Thorsten, in die Natur ist es so, dass man dort aufwächst, wo man wohnen wird, zwischen diejenigen, womit man quasi von Anfang an zu tun hat. Ja? Und so kriegt man im Bilde, wer gehört alles zu meiner sozialen Gruppe. Wir wollen flexible Hunde haben, die anpassungsfähig sind. Wenn man versteht, dass die allerfrüheste Jugend dazu dient, dass es die größtmögliche Anpassungsfähigkeiten geben kann, Flexibilisierung von dem Hund, dann ist es so, dass man von Anfang an den Hund optimalerweise mit 8 Wochen tatsächlich in Kontakt bringt mit fremden Hunden. Also für mich sollten die nicht fremd sein als Hundebesitzer, aber für die Welpe sollten die fremd sein, weil ich würde jeder sagen, sehr wohl darf man selektiv sein, mit welchen Hunden ich mein Welpe in Kontakt bringe. Nicht mit allen Hunden und auch nicht in einer Welpengruppe, wo es Masse statt Klasse ist. Quasi, wo dann über 10 Welpen in einer Welpengruppe sind, das ist Masse statt Klasse. Und da gehen einzelne Welpen verloren und die fallen da nicht auf, weil die überfordert sind.
Und wenn die 2 Jahre alt sind, dann denken die, es kann nicht so bleiben. Und dann fangen die deren Probleme, die die da schon hatten, an quasi zu lösen. Und dann fangen die an mit 2 Jahren auf einmal an der Leine zu pöbeln und andere Hunde möglicherweise zu belästigen und so weiter. Von Opfer wird man Täter. Weil so kann es dann nicht bleiben. Ich muss mein Problem lösen. Und das ist deswegen nochmals wichtig hinzuzufügen, dass die Kontakte, die zwar von Anfang an da sein sollten, super wählerisch sein sollten. Ja, weil ich möchte gerne einen naiven Hund haben, die denkt, was kostet die Welt? Ja, wenn da andere Hunde sind, das wird ja gemanagt. Ich habe ja meinen Mensch dabei, die kann das ja super. Ja, ich brauche mich da keinen Kopf zu machen. Ja, und deswegen, und trotzdem habe ich auch gelernt, was ich nicht darf mit anderen Hunden. Weil auch das ist ein wesentlicher Teil der Erziehung. Und das muss auch frühzeitig passieren. Genau, und für mich ist dann auch wichtig, mit welchen Hunden bringe ich meinen Hund in Kontakt. Die meisten Leute mit Welpen würden sagen, ich muss unbedingt ganz viele Welpenkontakte haben. Das finde ich nicht. Welpenkontakte sind okay, wenn man die gut moderiert. Also ist nicht so, dass sie gar nicht hilfreich sind, aber das meiste lernt der Welpe, wenn er mit einem Hund zusammenkommt, der etwas älter ist. Das kann ein Junghund noch sein, das kann ein junger Erwachsener sein oder auch ein älterer Hund. Aber der Hund sollte moderat eigentlich auch Grenzen setzen können. Und ich muss in der Lage sein, diesen Kontakt so zu gestalten, dass ich auch moderat Grenzen setze. Sowohl zum Vorteil meines Welpen, wie auch zum Vorteil des anderen, wenn mein Welpe irgendwie zu forsch vorgeht. Aber wenn man sich vorstellt, der Welpe lernt jetzt schon nach und nach, wie man damit umgeht, wäre der Welpe auch geeignet, später als Junghund mal mit einem anderen Welpen zusammenzukommen, weil das ist ein wesentlich wichtiger Punkt. Er könnte sozusagen mal so als Großer auch die Vorteile seiner Lebenserfahrung bemerken. Und bemerken, ich habe ja echt Fähigkeiten. Ja, und für die Persönlichkeitsentwicklung wäre das echt von großem Nutzen. Ja. Deshalb aber zeitig, so zeitig wie es geht, wenn der Hund beim Züchter ist, echt strukturiert, moderat Kontakte ermöglichen. Genau. Dadurch hat es die größte Chance, dass der Hund flexibel wird. Aber ich muss, noch eine, an, Sache dazu machen. Ich muss ja. noch eine Sache dazu sagen. Man muss so wählerisch sein, dass man der andere Hundebesitzer, dass man von anderen Hundebesitzer weiß, er könnte sein Hund tabu setzen. Weil man sollte von seinem Welpe kein Versuchskaninchen machen, um zu sehen, wie es entartet oder was auch immer. Und wenn dann der andere Hundebesitzer überhaupt nichts mehr tun kann, um da irgendwie einzugreifen. Ich habe noch von einem Fachkollegen gehört, man sollte sich da rauslassen als Mensch, weil wenn Menschen sich einmischen in einen Streit zwischen Hunden, dann wird es schlimmer und dann denke ich, okay, da fehlt dann doch noch etwas. Weil wenn ich die Elternrolle spiele, dann wird es deswegen nicht schlimmer. Ja? Aber wenn ich nicht die Elternrolle spiele, ja, dann könnte es schlimmer werden. Und das bedeutet, ich muss im Bilde haben, hat dieser Mensch die Möglichkeit, ein Tabu zu setzen. Sarah? Ja, es ist immer, wenn ich das Wasserglas nachschenke. Okay, sehr gut. Also wieder pünktlich 5 Minuten geschafft. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar hattet ihr schon gesagt, Begrenzung und Abschalten ist ja auch für den Welpen wichtig. Und als Welpe kann ich den wahrscheinlich auch noch ganz gut auf dem Arm haben. Von da aus kann er sich die Welt angucken. Wie gehe ich dann damit um, wenn wir anderen Menschen begegnen und die den Hund dann anfassen wollen, streicheln wollen? Lasse ich das zu oder heißt das, wenn ich meinen Hund auf dem Arm habe, dass ich alle anderen fernhalte? Da muss man auch wieder ein bisschen dazwischen denken. Ne? Also alle Extreme sind da nicht angesagt, aber mein Hund sollte eigentlich auch lernen, dass ich auswähle. Das bedeutet, ich würde nicht jedem Menschen, der kommt, erlauben, meinen Hund anzufassen. Aber auch da würde ich auch moderat vorgehen. Ja, also man muss ja nicht rumpöbeln oder so, sondern eigentlich doch freundlich versuchen zu bleiben, sich vielleicht auch mal wegzudrehen, um klarzumachen, das möchte ich nicht. Aber der Welpe sollte mitkriegen, dass ich den anderen Menschen beeinflusse. Ja, und wenn ich dann schaffe, mit diesem Menschen, der da entgegenkommt, noch ein Gespräch zu führen, also vielleicht auch erklären, warum ich das so tue mit meinen Welpen, was ich für Ziele dadurch habe, dadurch verfolge, dann bemerkt der Welpe, ich bin in Interaktion mit dem anderen. Das wäre eine relativ gute Sache. Aber das könnte ich auch herbeiführen mit Personen, die sich dazu auch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir reden miteinander,
Die Person steht neben mir und der Hund kann da schon mal schnüffeln an der Seite. Das wäre eigentlich so ein guter Anfang. Und ich würde aber sagen, wenn es um Anfassen geht, dass man dann auch wählerisch ist, wie das passiert. Ja, also wenn ich meinen Hund dann zum Beispiel runtersetze und ich hocke neben der Person, der kontaktet und der Hund würde zum Beispiel hochspringen. Ja, dann würde ich einfach die Hände so sagen, soll der andere tun, also mit den Händen so etwas abklappen, dass der Hund unten bleibt. Die Person hockt auch unten, die geht also auch auf die Ebene vom Hund. Und so lernt der Hund schon, aha, übergrifflich ist eigentlich nicht gefragt. Ja, und jetzt würde ich beim Hund entscheiden, wie er gestrickt ist. Also es gibt Hunde, wenn man da mal anfängt, dann etwas da zu krabbeln, die genießen das. Und es gibt Hunde, die finden das übergriffig und werden dann sehr aufgeregt. Da tut man das besser nicht. Für mich ist wichtig, dass die Begegnung ruhig abläuft und der Hund nicht hochgepusht wird. Also die Ruhe da reinbringen, ist das Wichtigste. Und für mich ist wichtig, nicht jeder Welpe und nicht jeder Junghund und Erwachsenenhund hat wirklich Lust darauf, angefasst zu werden. Von Fremden meistens nicht so gern. Ja, und das, was man da sieht an Stress, wird meistens mit Freude verwechselt. Das heißt, der Hund wird aufgeregt. Und jeder denkt, er freut sich schon über mich und dann wird noch mehr gestreichelt und der Hund wird noch aufgeregter. Aber es ist Stress, es ist übergriffig, es ist nicht nett. Ja, und was ich möchte eigentlich, Begegnungen gestalten, die nett ablaufen, respektvoll dem Welpen gegenüber, sodass der Welpe auch bemerkt, ich habe von anderen Menschen nichts zu befürchten. Und das könnte dann für später schon die Voraussetzung sein, wenn ich Menschen treffe, dass mein Welpe, also der dann kein Welpe mehr ist, sehr ruhig bleiben kann und abwarten kann. Ja, das sind einige Aspekte zumindest davon. Genau, also ich bin ja nicht immer so zimperlich mit übergriffigen Menschen, muss ich sagen. Ich fange da mit Psychoanalyse an. Das kann man jetzt nicht von jeder erwarten, weil ich fange an, auch im Gespräch, sehr freundlich, aber trotzdem etwas bösartig, ja, weil ich nämlich frage, was steckt dahinter, dass sie das wollen? Ja, woher kommt das eigentlich? Ja? Und so kann man quasi ein Psychoanalysegespräch führen, was diese Person fehlt, warum diese Person das unbedingt braucht, auch noch geliebt werden durch meinen Hund. Ja, das kann man auch mitleidvoll irgendwie besprechen. Und die Menschen haben dann kein Bedürfnis mehr, da den Hund zu streicheln. Das ist meine Erfahrung. Ja, aber so kann man das nicht mit jedem tun. Es ist auch nicht immer empfehlenswert. Ja, was das angeht, denke ich tatsächlich auch, es gibt ein paar Handgriffe, die man durchführen kann. Bei übergriffigen Menschen bin ich auch übergriffig, aber freundlich. Ich greife sofort die Hand, die mein Hund begrapschen möchte, möglicherweise, und halte die Hand auch fest und schüttel die Hand, sage, hallo, haben Sie auch einen Hund oder was auch immer. Und erstmal bleibt die Hand auch länger in meiner Hand. Mein Welpe sieht sofort, der Neibu hat das voll im Griff. Der andere Person steht erstmal da und reagiert auf mich. Was sehr oft bei übergriffigen Menschen erstmal nicht passiert, wenn die deinen Hund begrapschen. Die reagieren nicht auf dich. Und das ist das Erste, was diese Menschen dann tun. Und dann kann es sein, dass in der zweiten Phase ich sage, wenn sie meinen Hund streichen möchte, dann möchte ich bei meinem Hund Neugierde sehen. Das bedeutet, sie können ruhig in der Nähe stehen. Und wenn wir bemerken, doch, der Welpe hat Interesse, zeigt Neugierde, ja, dann können Sie quasi meinen Hund, der Welpe, an Ihren Hand schnuppern lassen. Ja? Und dann können wir gucken, ob da tatsächlich positiv oder eher negativ reagiert wird. Und das war's dann. Ja. Ja, schön. Okay, noch eine Frage zum Thema Welpe-Junghund und dann kommen wir mal noch zu ein, zwei anderen Fragen. Okay. Hier steht, wir haben einen 5 Monate alten Australian Shepherd Border Collie Mix, der noch mit der Beißhemmung zu kämpfen hat. Er beißt zwar gehemmter, aber immer noch sehr viel und oft zu fest. Was können wir tun? Erste Zeit an. Ja. Also, Beißhemmung. Ja. Da muss man sich überlegen, wo kommt das jetzt her, dass der Hund das so tut? Ja, also welches Ziel möchte damit verfolgen? Und das ist das Erste, was man sich überlegen muss. Und vor allen Dingen ist die Frage, wo kommt es her, dass der Hund so übergriffig Menschen gegenüber ist? Ja, es ist meistens schon begründet mit der Zeit beim Züchter.
wo Welpen in der Regel viel zu viel dürfen, Menschen gegenüber. Also Besuch kommt und die Menschen dürfen an den Schnürsenkeln ziehen und an den Hosen zerren, dürfen auch mal an den Ohren beißen oder so. Ja, also die Welpen lernen erstmal, logischerweise, Menschen gegenüber kann ich übergriffig sein. Das sieht man meistens nicht bei den gleichen Welpen, wenn es um andere erwachsene Hunde geht. Ja, die sich da viel mehr zurücknehmen. Wenn die schon gelernt haben, da muss ich etwas vorsichtiger sein. Also Mama hat schon Tabus gesetzt möglicherweise, wenn die Welpen zu übergriffig sind. Und das ist dann auch schon abgespeichert. Ja, und das ist ein Punkt, wo es meistens herkommt. Und dann muss man natürlich berücksichtigen, was wurde mit diesen Welpen getan. Das weiß ich jetzt nicht im Detail. Aber oftmals fehlt es dann auch daran, direkt am Anfang auch Tabus zu setzen. Das heißt, klar zu machen, du zerrst mir nicht an den Klamotten. Tabus auch aufs Essen zu setzen, ja, auf ein Stück Käse oder so. Also wo der Hund spürt, da ist jemand, der kann Grenzen setzen. Und der stellt seinen Körper nicht zur Verfügung. Ja, großer Fehler, der oft gemacht wird, sind so Raufspiele oder Zerspiele, wodurch das Ganze noch mehr stimuliert wird. Und jetzt beißt er nicht richtig. Ja, wird oft gesagt, aber ich sage doch, er beißt. Ja, es ist jetzt noch ein Welpenbeißen oder dann ein Junghundebeißen, später wird es ein Erwachsenesbeißen. Ja. Ja, aber ich würde auf Spiele verzichten, die genau diese, diese Respektlosigkeit dem Körper oder gegenüber auch fördern. Ne? Jetzt können wir natürlich spekulieren, was ist da gemeint, was ist da schon gelaufen im Leben des Welpen. Das wissen wir nicht, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber eine Sache ist, dass man da ganz klar auch ein Tabu auf den eigenen Körper setzen sollte, nicht nur darauf. Ja, beim Welpe sicherlich. Würde uns schon größer sein, wäre es zum Teil so weit, weil viele sagen tatsächlich, ach, das ist Welpenbeißen, das verschwindet. Ja. Ja, tatsächlich, wenn der Welpe kein Welpe mehr ist, dann ist das Welpenbeißen verschwunden. Ja, und hat Platz gemacht für Erwachsenesbeißen. Ja, und das bedeutet, dass es jetzt an die Zeit ist, etwas zu tun, finde ich. Und das sollte man nicht papperlapapp tun, also sehen und auch nicht quasi von etwas zwicken, weil das kennen wir Holländer nicht. Es gibt Beißen und Beißen, sowie schwanger und schwanger und nicht etwas schwanger, ein wenig. Ja. Und das bedeutet, man sollte eine klare Grenze setzen, der menschliche Körper, ein Tabu setzen auf diese menschliche Körper, was man bei Erwachsenen zum Teil nicht mehr tun kann, weil das wird dann zu deftigen Konflikten führen. Das muss bei dieser Welpe passieren. Viel besser aber ist und bleibt, einen Ersatzkonflikt zu kreieren, wodurch man klar macht, ich trete dir gegenüber auf für meine Ressourcen. Du lässt die Finger davon. Und das bedeutet, es fehlt an Respekt. Kein Respekt für den Körper heißt automatisch kein Respekt für die Person. Und da muss man auch ansetzen, wie kann ich zum Respektsperson für den Hund werden, nicht indem ich Respekt aberzwinge quasi, also erzwinge und quasi den Druck erhöhe, sondern weil ich ein Vorbild für den Hund bin und somit für den Hund nicht autoritär werde, sondern zur Autorität werde. Und das führt dazu, dass ich mehr in eine erzieherische Rolle komme, die da jetzt momentan noch nicht ist. Und ich möchte akzentuieren, wie oft werden Spielformen bagatellisiert. Ja, dass man sagt, ja, komm, etwas Raufspiel, ja, und später ist der Hund ein Raufer, kommt in eine Anti-Raufer-Gruppe, ja. Etwas raufspielen, ja, und das ist so eine Sache, wo ich denke, Spielformen haben alle eine biologische Funktion und dienen Fertigkeiten zu entwickeln, die man später im Leben braucht. Wenn die so und jetzt lernt, in der jungen Kindheitsphase erwachsene Menschen zu beißen, ja, auf Welpenweise, dann lernt er, wie er das später als Erwachsener tun kann. Und dann ist Holland in Not und deswegen ist hier Handlungs, ja, Notwendigkeit. Echt. Das war so ein Shepherd? Ja, aus die Border Collie Mix 5 Monate. Der Shepherd. Ja. Okay, gut. Damit sind wir mit den Welpen Junghund Fragen durch. Also nicht alle beantwortet, aber alle gestellt, die in die Zeit gepasst haben sozusagen. Jetzt bleibt noch Zeit für 2 Fragen, die sozusagen jetzt keiner Kategorie zuzuordnen sind. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass wir nur noch Platz für 2 Fragen haben, weil es waren so viele tolle Fragen dabei, die man keiner Kategorie zuordnen kann. Deswegen wäre meine Idee, dass wir, wenn wir den Abend wiederholen, das denke ich,
Dass wir das so gestalten würden, dass wir vielleicht nur vier Kategorien nehmen und am Ende mehr Platz haben für so einzelne Fragen, die zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen passen würden. Da kann man dann sicherlich auch für die Fortgeschrittenen sozusagen, die also schon viele Online-Vorträge gesehen haben und so, nochmal mehr ins Detail gehen und ganz tief gehen in bestimmte Fragen. Also wenn ihr heute das schade findet, dass eure Frage nicht drangekommen ist, dann werden wir das sicher bei einem der anderen Abende nachholen. Speichert euch also eure Fragen sehr gerne ab. Okay, dann starten wir aber mit einer der beiden Fragen, die ich gerne noch stellen würde. Und zwar war hier die Frage, wann sollte man Hunde eigentlich streicheln? Passt ganz gut zu dem, was wir eben besprochen haben, eigentlich mit dem Anfassen. Wann sollte man Hunde eigentlich streicheln und in welchen Situationen sollte man das nicht tun? Okay, erste Zeit ausschalten, ne? Ja. Also ich sag mal, ich finde, dass man viel mehr Fellpflege durchführt, indem man Hunde Massage gibt. Das wäre quasi, wo ich mit meiner Hand auch kneife. Das würden Hunde quasi mit dem Maul tun. Das erstmal über die Art von Körperkontakt aufbauen. Dann wäre es wichtig, dass man auch ein biologisches Punkt kennt, wo Sozialpflege bei Kaniden ein normales Event ist. Und das ist, nachdem man gegessen hat. Also man hat gejagt, ja, man hat den Bauch voll gefressen. Und dieses Fellpflege ist ja nicht nur uneigennützig, weil man leckt auch bei seinem Sozialpartner noch die Reste auf dem Fell vom Essen, so gesagt. Ja. Übrigens kommt da bei der Mensch, bei der Tierart Mensch der Zungenkuss her, von Futterübergabe quasi. Ja. Und der wesentliche Punkt ist aber, dass diese Fellpflege deswegen dann echt gut passt. Und zudem können wir das schon sehen beim Muttertier, bei Welpen in der Wurfkiste, dass das so abläuft, weil eben auch diese Massage, die das Muttertier mit der Zunge gibt, stimuliert eine optimale Verdauung. Und zudem ist dieses Lecken, was das Muttertier tut mit der warmen Zunge, für die Welpen direkt ein Gefühl, Mama ist da. Und das führt zu einer Produktion von Oxytocin. Das führt dazu, dass quasi ein Botenstoff Serotonin, das eigene körperliche Beruhigungsmedizin, ja, kombiniert mit Melatonin, das ist eigentlich was zu Tiefschlaf führt, dann noch kombiniert wird mit Oxytocin. Und das führt zur optimalen Reizverarbeitung, Stressresistenzaufbau, Frustrationstoleranzaufbau und was auch immer. Und deswegen ist das biologisch gesehen der beste Moment. Und es ist schlecht, den ganzen Tag durch den Hund zu streicheln. Das ist per Definition schlecht. Das nenne ich Selbstbefriedigung, ja, von Menschen, weil wir das brauchen, ja, diese sensorische, sensopathische Erfahrung oder was auch immer. Wir brauchen die Aufmerksamkeit von dem Hund. Aber wenn wir das den ganzen Tag durch tun, dann verliert es seinen Wert, seine Bedeutung, ja. Es ist genau das Gleiche wie Menschen, die viel zum Hund reden. Und eigentlich bemerkt der Hund, es ist aber nicht sagend, es hat keine Bedeutung. Und Hunde können diese Trennung nicht machen. Wenn das, was du tust, keine Bedeutung mehr hat, wenn das, was du sagst, keine Bedeutung mehr hat, dann hast du nicht mehr diese Bedeutung als Mensch. Punkt. Ja. Also die Frage war ja auch, wo tut man das nicht? Ich möchte sagen, was die Voraussetzungen sind. Die Voraussetzungen sind, wir sind vertraut miteinander. Das heißt, der Hund mag es auch von mir, dieses Streicheln oder Versorgungsverhalten zu kriegen. Und wir sind in einer Situation, wo man sich sicher fühlt. Das bedeutet, das würde man nicht draußen tun, wo der Hund vielleicht etwas Spannung hat. Wenn überhaupt mit dem Hund draußen, dann ist man irgendwo abseits am Chillen, vielleicht bei einem Picknick oder so. Aber da muss man auch einen Hund haben, der da entspannen kann. Ja, die beste Situation ist zu Hause, wie der Jan das schon sagt, nach Aktivitäten, möglicherweise auch nach dem Essen. Man entspannt zusammen oder abends auch vor der Couch sitzt man unten zusammen und hat dann ausgiebig Körperkontakt. Wo man das auf keinen Fall tut, ist während der Jagd. Genau. Ja, weil während der Jagd hat der Hund nicht den Kopf für Streicheln. Und wir haben schon oft erlebt, jetzt hat der Hund gerade apportiert und hat es gerade gelernt, das erste Mal geschafft. Und Menschen fangen dann an zu streicheln. Brav, ja. Brav. Und der Hund sagt, nervt. Also Hunde gucken dann weg. Ja, die sind genervt, weil während der Jagd habe ich noch niemals ohne Tieren gesehen, dass sie sich irgendwie Versorgungsverhalten zeigen. Nee. Ja, never. Also da kann man Dokumentarfilme sehen, so viel es geht.
Das sieht man während der Jagd nicht, das sieht man immer nach der Jagd in der sicheren Zone. So ist das. Ja. So displaziert. Ja. Genau. Aber es ist eine kulturelle Gewohnheit, dass Menschen das tun. Und die meinen es nicht schlecht. Die Menschen denken, das hast du gut getan, Bursche oder Mädchen, hast du gut getan. Und das ist eigentlich nicht gut. Es gibt noch eine Ausnahme. Hunde, die gewohnt sind, zu Hause durch Massagen richtig schön entspannen zu können. Bei denen könnte es sogar sein, in Situationen, wo die angespannt sind, wo die unsicher sind, ja, dass die gleiche Massage draußen in der Umwelt schon durchknappern dafür sorgt, dass man immer mehr runterkommt, ja, deshalb entspannen kann und deshalb diese Situation ganz anders verarbeiten kann und viel mehr lernen kann, diese Situation auszuhalten. Und das wäre eine große Ausnahme. Das wäre dann therapeutisch. Das wäre therapeutisch, ja. Ja. Super, top. Dann kommen wir zur letzten Frage des Abends. Und zwar war da beschrieben, es steht ein Baby an sozusagen. Also die Frau, die das geschrieben hat, ist schwanger und in den nächsten Monaten wird das Baby auf die Welt kommen. Und die Frage war, was kann man jetzt als Vorbereitung schon tun und wie gestaltet man die Anfangszeit mit ganz frischem Baby und Hund? Worauf ist zu achten? Ja, also ich sag mal so, es ist wichtig, den Hund so viel möglich zu integrieren dabei. Und es wird sehr oft gesagt, es sollte ein Tabu für den Hund sein, im Kinderzimmer zu kommen. Es sollte für den Hund nicht möglich sein, ohne unsere menschliche Hilfe im Kinderzimmer zu kommen. Das wäre die bessere Antwort, finde ich. Aber ich finde es gut, wenn der Hund mitgenommen wird, wenn man das Kind wegbringt, um dort zu schlafen, was Hunde nicht verstehen, weil das ist quasi, das Kind wird verstoßen, wird wahrscheinlich sterben, ja, und dann wird es trotzdem wieder dazugeholt. Und Hunde verstehen das nicht und die wollen dieses Missverständnis auflösen. Und deswegen sage ich, es macht Sinn, so viel wie es geht, den Hund überall mit zu integrieren, um klarzumachen, du gehörst dazu und das Kind gehört dazu. Aber dafür muss man den Hund natürlich genauso kennen, weil ist das ein Hund, die keine positive Erfahrung mit Kindern gemacht hat, dann ist das natürlich eine andere Herangehensweise, die man durchführen muss. Und das bedeutet, dass man eigentlich viel mehr wissen muss über diesen Hund. Gibt es Ängstlichkeiten? Ja? Tendiert er zur Eifersucht? Ist er hat er zu viel Aufmerksamkeit bekommen? Weil jetzt kommt das große Gefahr, dass das Kind dazu kommt und wir haben schon über Eifersucht gesprochen. Und all diese Aspekte muss man eigentlich schon analysieren in so einer Familie, wo ein Ehepaar quasi ein Kind dazu bekommt, möchte ich eigentlich mir ein Bild formen von diesem Hund quasi, um dann zu sagen, was wäre für diesen Hund jetzt vernünftig zu tun. Weil man kann da auch Fehler machen, die eigentlich dazu führen, dass man die pauslos voneinander trennen muss. Und das ist eigentlich überhaupt nicht schön, weil es ist schön, wenn Kinder direkt mit Hunden aufwachsen können, weil das eine Bereicherung für die Entfaltung von sozialer Flexibilisierung von das Kind, so gesagt, Anpassungsfähigkeit, Empathieentwicklung und was auch immer. Und das kann man bei dem Hund auch tun. Und wenn man den Hund integriert in Aktivitäten, die mit dem Kind durchgeführt werden. Weiß ich was? Man kann einem Hund beibringen, der Windel zu entsorgen in der Mülleimer. Das finde ich wichtig, dass man dem Hund nicht sagt, nein, du störst jetzt, sondern du bist dabei und du darfst zugucken und wenn möglich, wenn das drin ist, darfst du auch helfen. Ich möchte eigentlich noch auf vorher etwas mehr eingehen. Jetzt ist die Frau schwanger und es verändern sich Dinge. Und oftmals ist es dann so auch, dass sich die Frau dann etwas rauszieht, wenn es darum geht, den Hund zu beschäftigen zum Beispiel oder aus anderen Dingen. Das würde ich schade finden. Also der Hund sollte bemerken, auch wenn es da Veränderungen gibt, für ihn ändert sich nichts. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt sehe ich in der Infrastruktur. Das heißt, ich würde nicht erst ein paar Tage, bevor entbunden wird, irgendwie das Kinderbett aufstellen und die Wiege und Zubehör und so weiter. Ich hätte das schon eigentlich lange im Vorfeld, dass der Hund räumliche Veränderungen im Haus schon mitkriegt und sich auch dran gewöhnen kann. Weil je nachdem, was es für ein Hund ist, nehmen wir Beispiel Hüterhund, da kann eine kleine Veränderung im Haus schon Stress bedeuten. Und jetzt kommt das alles mit einmal. Ne? Also zeitnah, nachdem es aufgestellt wurde, alles kommt das Baby ins Haus. Das wird dann alles eigentlich viel zu viel.
Ja, und es könnte sogar sein, dass auch uns schon beruflich auch vorbereitet wird, wenn das Baby dann da ist und möglicherweise die Mama noch im Krankenhaus ist, dann könnten schon Sachen vom Baby mitgebracht werden. Ja, also kommt schon mal berufliche Gewöhnung. Ja. Ja, aber jetzt im Vorfeld sollte sich an den Gewohnheiten des Hundes nicht viel ändern und auch, besonders wenn das Kind da ist, nicht wirklich wesentlich. Ja, ein bisschen wird der Alltag schon anders, aber sollte, wie auch ähnlich, wenn ein Hund einzieht, ein zweiter Hund zieht ein, der Welpe zieht ein, da wäre es genauso für den Erwachsenen, ändert sich nichts, also er bleibt bei seinen Gewohnheiten, das würde ich wichtig finden. Ja, und ansonsten einbeziehen. Ja. Und hat man der Fehler gemacht, der Hund quasi, dass er überall im Haus rumlaufen darf, das hat man jetzt ein Problem verursacht. Weil es geht jetzt nicht mehr. Dann kommt man in diese blöde Situation, dass man den Hund verbieten muss, im Kinderzimmer zu gehen. Und das ist echt ungünstig, wenn ich meinen Hund gerade in die Situation etwas verbieten muss. Er sollte begrenzt sein. Und jetzt, weil das Kind da ist, darf er mit mir mit und viel mehr überall im Haus mit mir unterwegs sein. Und das bedeutet, dass viele Menschen sich selber das Ei gelegt haben, indem man erstmal alles laufen lässt und danach muss man im Nachhinein denken, scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Und dann gibt es viel Frust beim Hund und das ist keine gute Sache. Ich finde, das haben wir super hingekriegt. Ja, ja, vielen Dank euch beiden. Super, wie ihr durchgehalten habt, euch an das Zeitlimit zu halten und überhaupt so viel Input, so viele verschiedene Fragen. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ich würde noch mal ganz gern auf diese letzte Frage eingehen, denn ich finde, das Thema Hund und Kind wäre eigentlich mal Anlass genug für einen ganzen Themenabend, weil es da sicher noch viel, viel, viel mehr zu sagen gibt. Zu dem Thema haben wir noch keinen Online-Themenabend, das können wir vielleicht mal in unsere Planung mit aufnehmen. Aber zu ganz vielen anderen Themenabenden haben oder Themen haben wir schon Vorträge und die würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Und zwar in unserer Online-Bibliothek webvorträge.natural-dogmanship.de findet ihr die und dann hier unter dem Reiter Bibliothek findet ihr die Aufzeichnungen von all unseren bisherigen Vorträgen. Und da findet ihr zu vielen Fragen, die jetzt gestellt waren, tatsächlich noch ganz, ganz hilfreiche und vor allen Dingen ausführliche Infos. Zum Thema, welche Beschäftigung passt zu mir und meinem Hund, hatten wir Fragen zum Beispiel. Also wie passt man die Beschäftigung auf den Hund an oder was gibt es überhaupt für verschiedene Formen? Zum Thema alleine bleiben hatten wir noch Fragen zum Thema Stress und Aggression natürlich, aber auch zum Thema Impulskontrolle hier waren noch Fragen offen. Hundebegegnungen, Hundekommunikation, Kontakte natürlich ohnehin, auch Mensch- und Hundkommunikation. Leinenführung waren ganz, ganz, ganz viele Fragen. Die habe ich heute nicht drangenommen, weil ich gedacht habe, das macht Sinn, dass wir da mal eine Kategorie vielleicht für einen der nächsten Abende draus machen. Genau, Spiel zwischen Mensch und Hund hatten wir auch Fragen zu, da haben wir einen ganzen eigenen Themenabend und auch das Thema Aufbau der Futterbeuteljagd, wenn ich das noch gar nicht gemacht habe, wie fange ich das überhaupt an mit einem Welpen oder auch mit einem erwachsenen Hund oder natürlich auch Probleme bei der Futterbeutejagd, hatten wir heute schon ein bisschen thematisiert, gab es aber noch ganz, ganz viele Fragen, was mache ich, der Hund nimmt den Beutel nicht auf, der macht gar nicht mit, der nimmt ihn auf, aber gibt ihn nicht ab und so weiter, also zu all diesen Themen und auch zu rassespezifischen Themen sozusagen haben wir hier nochmal Specials zu Jagdhunden, zu Hütehunden, zu Herdenschutzhunden, zu nordischen Hunden und so weiter. Und natürlich auch grundsätzlich, was die Beziehung zwischen Mensch und Hund angeht, Themen, wie kann man Natural Dogmanship da umsetzen? Also wie kann ich Sicherheit bieten? Wie kann ich zum Vorbild werden? Wie kann ich das Jagdverhalten eben auch als Chance nutzen? Wie kann ich meinem Hund überhaupt Dinge beibringen? Und ihr seht schon, also es geht endlos weiter, mehr Hundehaltung und so weiter und so fort. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, in unserer Online-Bibliothek vorbeizuschauen und ja, euch dann natürlich auch die Aufzeichnungen dann zu buchen. Und es wird auch weiterhin Online-Vorträge geben. Wir haben am 25. November den Themenabend Mythos, Vergleich Wolf und Hund. Wie viel Wolf steckt eigentlich in meinem Hund mit Jan Neiber und Kerstin Krawinke? Da seid ihr natürlich herzlich zu eingeladen. Und auch im Dezember wird es noch einen Online-Vortrag mit einem Gastreferenten geben, nämlich Dirk Roos, Leiter der Station für Haustierforschung.
Da steht der Titel noch nicht ganz fest, aber das erfahrt ihr natürlich über unser Newsletter, über die Social Media Kanäle und auf der Website. Also herzliche Einladung auch dazu. Und wir freuen uns natürlich ganz extrem über euer Feedback auch zu diesem Abend. Ihr habt schon einiges auf Facebook und auch im Chat geschrieben, dass es euch gut gefallen hat. Aber wir freuen uns natürlich über ganz ausführliches Feedback auch. Was fandet ihr gut? Was hättet ihr euch anders gewünscht? Wie habt ihr es einfach gefunden? Und auch für welche Themen, wie zum Beispiel Kind und Hund, wünscht ihr euch weitere Themenabende, wo es wirklich nochmal mehr in die Tiefe geht? Ihr findet hier info@natural-dogmanship.de, die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns gerne schreiben könnt. Wenn ihr das jetzt nämlich im Chat oder in der Frage-und-Antwort-Funktion schreibt, das wird nicht vollständig alles gespeichert. Deswegen möglicherweise können wir das jetzt gar nicht mehr alles lesen oder gar nicht mehr nachlesen später. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail. Dann können wir uns das ganz in Ruhe anschauen. Und für euch natürlich auch noch interessant, ich hatte euch gerade die Online-Bibliothek gezeigt. Und am 11.11., also am 11. November, gibt es Rabatt in unserer Online-Bibliothek. Insgesamt haben wir 34 Webvorträge bis dahin in der Bibliothek und auf die gibt es 10% Rabatt am 11.11. Dann könnt ihr euch da nochmal eine kleine Vergünstigung holen. Und wo wir noch beim Thema Feedback waren, wir hatten ja gesagt, dieser Themenabend heute ist kostenlos und das bleibt natürlich auch so. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gut gefallen hat, möchte ich nochmal daran erinnern, dass wir uns freuen, wenn ihr an den Deutschen Tierschutzbund spendet zum Thema Hochwasserhilfe. Also wenn ihr das einfach googelt oder auch auf unserer Website unter diesem Vortrag heute Abend, in diesem Freischnauzeabend, findet ihr nochmal alle Infos und den Link. Hier könnt ihr spenden, um anderen Menschen und vor allen Dingen Tieren eben auch weiterzuhelfen, die von der Flutkatastrophe betroffen waren. Genau, soweit, so gut. Das also von mir. Danke für eure tollen Fragen und euer tolles Engagement hier mitzumachen. Und auch danke natürlich an euch beide für die geduldige und knappe Beantwortung der vielen, vielen Fragen. Es hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Moderation, Sarah. Wie immer wieder bombestark. Super. Ja, danke dir. Und danke an euch allen Zuschauer. Ja, vielen Dank. Und wir erhoffen uns echt wirklich Feedback, weil wir sind ja auch eine Lernorganisation. Wir wollen solche Abende öfters organisieren und wir wollen gucken, was kann man dann verbessern, möglicherweise optimalisieren. Wir sind immer für Tipps, also dankbar. Also ich fand's cool und ich bin gespannt, wie es die Zuschauer fanden. Genau. Also war eine runde Sache. Schöner Abend. Ja. Genau. Dann. Bis ein nächstes Mal und ich bis dahin. Mal. Der Livestream von Facebook und allen. Tschüss. Tschüss.